aus dem Studio an der Weser. 3 nach 9, die Talkshow aus Bremen. Und hier sind Ihre Gastgeber, Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakers. Herzlich willkommen zu 3 nach 9. Schön, dass Sie wieder da sind. Hallo. Wir freuen uns auf diese Gäste. In wenigen Wochen unglaubliche 50 und hat sich zum Geburtstag den Luxus erlaubt, die Bilder ihres Lebens zusammenzustellen. Die wollen wir mit ihr ansehen und kommentieren. Herzlich willkommen, Katharina Witt. Er nennt sich selbst Pflanzenfresser und das ist kein Kampfname, sondern sein Ernährungskonzept. Der stärkste Mann Deutschlands ist Veganer und studierter Psychologe. Was für eine bärenstarke Kombination. Patrick Baboumian ist bei uns. Dieser Mann legt sich zur Not mit jedem an, zurzeit mit dem, was er als Krebsindustrie bezeichnet und fürchtet dabei selbst nur eins, wie der Teufel das Weihwasser, wenn ihm irgendjemand Salz in die Suppe tut. Begrüßen Sie mit mir den SPD-Gesundheitsexperten und Arzt Professor Dr. Karl Lauterbach. Von diesem Mann will ich wissen, wie böse und verschlagen er wirklich ist, denn in den meisten seiner Filme wird er als Schurke besetzt. Zu Recht, von seiner bewegenden Lebensgeschichte erzählt uns Schauspieler Anatol Taubmann. Wir freuen uns. Bravo. Und wenn Sie glauben, dass Sie von diesem Mann schon alles wissen, dann haben Sie sich geirrt. Wir haben die Bilder, die Sie noch nie von ihm gesehen haben. Da war er noch nicht der berühmte Johannes B. Kerner. Herzlich willkommen. Und die Musik, die kommt heute von einem Weltstar. Wir freuen uns auf Bryan Adams heute live bei 3 nach 9. Diese Fotografin, Künstlerin und Weltbürgerin vergleicht ihr Sprachtalent selbst mit den Niagara-Fällen. Sie hat aber auch ein unglaublich ereignisreiches Leben. Ich freue mich sehr auf Liesel Steiner. Und ich freue mich auf den jüngsten Spross der Kelly Family, der mittlerweile selbst Vater von 5 Kindern ist. Warum er jetzt mit ihnen auf Konzerttour geht, ob sich die Kelly-Geschichte jetzt wiederholt, das erfahren wir von Angelo Kelly. Normalerweise eher positiv, ne? Aber okay. Wieso? Ist doch immer noch positiv. So, ja. Was denkst du denn, wenn du diese Bilder siehst, außer dass du eine Veränderung feststellst? Wenn ich das sehe, bin ich eigentlich sehr, sehr stolz auf, was wir erreicht haben und habe viele schöne Erinnerungen. Klar gab es auch nicht so tolle Sachen dabei, aber ansonsten bin ich eigentlich sehr, sehr mit meinem Leben und damals auch sehr zufrieden. Wir fragen erstmal rum in der Runde, wer Kelly Family Fan war. Statistisch gesehen müssten eigentlich sehr viele in der Runde Kelly Family Fan gewesen sein. Anatol Taubmann? Ja, nein, ich muss. Nein, leider nicht. Ich kannte sie gar nicht. Okay, Patrick, Baboumian? Ich kannte sie und ich fand auch einige Lieder gut. Aber ich kann jetzt natürlich als Kerl kann ich das ja jetzt nicht wirklich zugeben. Sehr gut. Ja, natürlich ist die Musik auch immer Teil meines Lebens auch mit gewesen und sind ja echt schöne Titel. Und wenn man so viele Fans vereint, dann muss man ja was richtig gemacht haben und Musik an die Menschen herantragen. Und das ist immer was Tolles und Schönes. Ja, Wahnsinn. Ihr habt ja wirklich riesige Hallen gefüllt. Also es war ein wahnsinniger Erfolg, ein echtes Phänomen diese Zeit. Wie hat sich dein Leben durch diesen Erfolg verändert? Denn ihr wart ja vorher Straßenmusiker, habt immer schon Musik gemacht. Genau. Und dann kam plötzlich dieser Durchbruch, der seinesgleichen sucht. Also es gab so 20 Jahre Straßenmusik. Davon habe ich die letzten 10, 12 erlebt. Und als ich dann 12 war, kam der große Durchbruch in die Hallen, Stadien und so weiter und so fort. Und das war natürlich ein Riesenunterschied. Also ich weiß noch, das letzte Mal, wo ich dann noch in Köln vom Hausboot habe ich ein Taxi bestellt, bin in die Stadt rein, habe
wollte eine CD kaufen, habe gesucht und dann wurden immer mehr und mehr Leute um mich herum, mehr und mehr Leute und dann irgendwann waren es 100, 200 Leute, die haben alles alle angeguckt und ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich rennen. Und dann bin ich gerannt und die sind hinterher gerannt. Oh. Und ich bin dann in einen Taxistand, irgendwie in ein Taxi reingerannt und gesagt, fahr, fahr, irgendwo. Und das war das letzte Mal, dass ich alleine unterwegs war, 8 Jahre lang dann. Also ich habe danach, ja, Security bei mir, Tag und Nacht. Bodyguards. Auch, ja. Mhm. Ich meine, es wäre spannend zu wissen, ich meine, er ist sehr viel jünger als ich, aber wie Karl Lauterbach, wie stand er denn zu Kelly? Ich muss offen sagen, dass ich damals noch nicht so weit war und noch nicht auf den Geschmack gekommen war. Aber heute ist Köln mein Wahlkreis. Und da verbietet sich. Dafür muss man richtig also erwachsen werden. Und heute weiß ich das natürlich viel besser zu schätzen. Das ist ich meine, Angelo, wissen Sie, was der angegeben hat, was seine Lieblingsband war so früher? Nee? Also passt richtig zu ihm. Tokotronic. Oh, wow. Stimmt. Richtig intellektuelle Band. Ja. Ja. Kennt in Köln keinen Mensch, es bringt keine Stimme. Also okay. Alles. Ich habe gesehen, wie schnell Sie da umschwenken. Haben wir wohl registriert. Ja. Heute ist das hier, das ist die Musik. Aber Giovanni, du hast die Kelly Family mal gesehen, ne? Ja. Und zwar live, bevor sie ihren Durchbruch hatten. Ja, auf der Straße. Und zwar auf der Piazza Navona in Rom. Wow. War diese riesige Familie und die Italiener waren zu Tränen gerührt. Ich meine, so viele Kinder, das kennen die auch nur noch als Erzählung, aus Erzählungen. Ja. Wow. War toll. Waren wir ganz kurz. Also das ist ein Wunder, dass du es da gesehen hast. Wahnsinn. Mhm. Kleine Welt. Ja. Kleine Welt. Schön. Wie kam das an bei dir, die Musik? Nein, toll. Ja? Ich meine, also ich muss sagen, hinterher hat sich diese Leidenschaft ein bisschen verloren gegangen. Aber in Rom war das super. Ja, das glaube ich. Ja. Ich dachte, ich wäre der Politiker. Ja. Ja. Dafür bin ich wahrhaftig, Herr Lauterbach. Auf der Straße, glaube ich, haben wir noch viel mehr was Echtes ausgestrahlt. Ja, total. Und ich glaube, da konnte keiner was leugnen. Später konnte man sagen, das ist Pop, das mag ich nicht oder ich mag es. Es waren auch Volkslieder, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Jetzt muss ich auch noch kurz fragen, meine Ignoranz. Schieß los. Wann waren dann die großen Erfolge? Ich bin aber auch nicht in Deutschland aufgewachsen. Ja, vielleicht hilft das ein bisschen. 94 ja. Ging dann der Sprung und das war so bis 2000 war es richtig extrem. Und dann wurde es weniger. Aber das war wirklich so extrem, dass man keine Bravo, man konnte nichts aufschlagen. Ja. Ohne riesen Poster, das war eine Hysterie im Land. Ja. Und dadurch kam natürlich auch viel Hass, weil wenn du überall ständig bist, dann und die Leute, die dich nicht vielleicht mögen, irgendwann fangen die an, dich zu hassen, weil das einfach, die kommen nicht drum herum. Mhm. Ja, und das ist dann auch verständlich. In welcher Zeit warst du denn glücklicher? In der Zeit vor dem Durchbruch oder danach? Davor. Davor. Ja, warum? Und jetzt. Aber davor, weil wir haben ein sehr, sehr freies, Vagabunden-Gypsy-Life gelebt. Mhm. Und das war sehr schön. Ich fühlte mich sehr geborgen, sehr geliebt in meiner Familie, geschützt. Und trotzdem waren wir, bis ich 12, 13 war, lebten wir in 5, 6, 7 Länder und reisten nur die ganze Zeit. Also auf dem Schiff leben, in Bussen und Wohnmobile, das war wirklich ein Abenteuer. Mhm. Du hast gerade gesagt, mit 12 war dann nochmal eine Veränderung da. Also mit 9 muss es eine große Veränderung bei dir gegeben haben. Mhm. Denn ich habe gelesen, dass du mit 9 deine jetzige Frau kennengelernt hast. Wir spielten damals in Warnemünde Straßenmusik und Der Papa von Kira, der war damals Bürgermeister da und wir fragten ihn, ob wir 2 Wochen da spielen dürfen, Genehmigung. Und er meinte, ja. Für die Straßenmusik. Genau, und er meinte, es ist okay. Und daraufhin hat er halt die Kinder, seine Tochter und Sohn, Kira, hat zu uns geschickt, weil er meinte, es ist eine interessante Familie, geh mal, viele Kinder, spielt mit denen. Hat funktioniert, ganz das genau, geh mal. Ganz genau. Und wir wurden gut befreundet und haben uns jedes Jahr mehr und mehr und mehr gesehen. Und ich war dann mit 10 schon in sie verliebt, habe dann nur noch Liebeslieder für sie geschrieben. Mhm. Eins davon oder mehrere wurden große Hits. Eins wurde in 10 Ländern Nummer 1. Wow. Welches war das? I Can Help Myself. Aber war das nicht für deinen Vater geschrieben? Nee, also da gab es eine. Ja. Das war auch eine echte Lauterbach-Antwort, ne? Die Bravo hat damals ein Interview mit mir über diesen Song gemacht, weil es gerade Nummer 1 war und die fragten mich irgendwie alle möglichen Fragen und dann fragten die irgendwann, für wen hast du dieses Lied geschrieben?
Und ich wollte nicht den Namen sagen, weil ich habe es ihr selber nicht mal gesagt. Ne? Mhm. Ich habe gehofft, dass sie es versteht. Ne? Dass sie gemeint ist. Genau. Was und so viele Mädchen gehofft haben. Jetzt weiß sie es, ja, gut. Also heute Abend. Nach 5 Kinder. Jetzt kommt's raus. Ja. Auf jeden Fall, ich habe dann gesagt, für ein Mädchen, ne? Einfach general gehalten. Aber wie ging denn dieser Song? Ich bin nicht so drin. And I love you, I want you, I want to talk to you. Ja. And I want to be with you. So was in der Art. Oh, und, schön. Ich sagte zu der Bravo, sagte ich, für ein Mädchen. Und das sollte dann im Druck gehen. Und kurz vorher hat der Chefredakteur kurz durchgelesen und sah für ein Mädchen, meinte, streichen wir durch, da werden zu viele weinen. Schreib für meinen Vater. Da gibt es Texte. So, kiss me, thrill me, don't say goodbye to my Vater. Ich dachte, was ist los? Also, meine Güte. Also, ich habe die Redakteurin angerufen, war mit ihr gut befreundet. Und ich so, wie konntest du mir das antun? Und sie so, ich konnte nichts machen, das war einfach. Super. Ja, Wahnsinn. Kein Wunder, dass es so abgefahrene Gerüchte später immer gab. Ne? Also, so sieht's aus. Aber wie konntet ihr das so lange geheim halten? Eure Liebe. Also, wir kamen erst zusammen, als ich 17 war. Mhm. Und Gott sei Dank, sonst hätten wir noch mehr Kinder jetzt. Mit 19 war es erst. Insofern, das war schon ganz gut so. Wahnsinn. Ja. Jetzt habt ihr 5 Kinder, es hätten mehr sein können. Ja? Und es werden vielleicht mehr, wer weiß. Wir schauen uns jetzt mal an, weil du bist ja mit den Kindern oder gehst auf Tour, machst auch Musik mit den Kindern. Ja. Und wie das aussieht, das ist für mich so ein bisschen Kelly Family Reloaded, mit etwas kleinerer Besetzung, das schauen wir uns jetzt mal an. Ihr habt gemeinsam ein Weihnachtsalbum aufgenommen, ein irisches, mit so einem leicht irischen Einschlag. Genau, also es heißt Irish Christmas. Und ich denke, es gibt eigentlich so viele oder zu viele Weihnachtsplatten da draußen. Aber ich hatte seit einem Jahr diese Idee, dass man könnte alte Weihnachtsklassiker auf eine irische Art arrangieren und spielen. Und dann auch, dass die Kinder mitmachen und singen. Und das Ergebnis, ich bin sehr, sehr glücklich mit. Ja. Und ihr geht jetzt auf Tour, wie ihr es damals auch gemacht habt mit der Kinder. Ja, aber es ist natürlich... Wobei diese Bärtigen gerade, die gehören nicht dazu. Nein, das sind nicht meine Söhne. Okay. Nein, nein, nein. Und, wir haben das sind die Redakteure der Bravo. Die ja, genau. Ja, ich habe ein Herz für die. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, wir gehen zusammen auf Tour, aber das darf man sich nicht vorstellen wie damals. Das ist alles sehr... viel kleiner gehalten und sehr respektvoll. Und ich sitze hier zum Beispiel und mache Interviews, aber die machen das nicht und sollen ja auch nicht. Die sollen ein Leben haben und wir musizieren hin und wieder, aber keine 100, 200 Konzerte im Jahr plus Platte, plus 1000 Promosachen. Das wird es für die nicht geben. Aber dieses Zusammensein mit der Familie im Bus quasi und rumreisen, dieses leichte, vagabunden Leben, dieses ganz Freie, von dem du vorhin auch geschwärmt hast, das habt ihr auch schon mal als Familie gemacht, ne? Richtig. 3 Jahre lang. Vor 6 Jahren, wir wohnten noch in Bonn, die Kinder waren ein paar Jahre in der Schule, die Ältesten. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich gebe meinen Kindern nicht das, was ich als Kind bekommen habe. Und nach ein halbes Jahr, da war ein kleines Unfall, die Emma, die war 3, die ist von der Rutsche gefallen. Ist dabei fast gestorben, also sie ist an Sand erstickt und ich musste das rausreißen. Und also war fast erstickt. Ja, und ich habe sie geschüttelt, irgendwann kam sie wieder zu sich. Und danach habe ich gesagt, was machen wir eigentlich? Und ich habe beschlossen, ich habe meine Frau gefragt, was hältst du davon, wenn wir jetzt einen Bus kaufen, lassen alles hinter uns und reisen einfach ein Jahr mindestens. Und wir haben das gemacht, daraus wurden 3 Jahre. Wir haben quer durch Europa gereist. Ich habe in der Zeit von Straßenmusik gelebt außerhalb von Deutschland, wo man mich nicht erkennt. Und das war super, unglaublich intensive Zeit. Ja. Und da hast du so viel verdient, dass ihr dann davon... Genau, 1-2 Tage der Woche habe ich gespielt, ohne Anlage, CDs, alles so. Und das war wunderbar. Ja. Und was ist denn der Altersunterschied vom Jüngsten? Der Älteste ist jetzt 14 und der Jüngste ist 4 Monate alt. Wow. Ja. Ganz klein noch. Sollen denn noch viele kommen? Weil 11 Geschwister, jetzt sind es 5. Nein, also die 12 auf keinen Fall. Also...
wir denken immer, wenn wir gerade ein Kind haben, dass das das Letzte ist, weil man ist überfordert und man ist glücklich, aber auch natürlich irgendwo strapaziert. Und, aber in ein paar Jahren kann es wieder anders sein. Johannes Bekerner nickt sehr wissend, weil er hat vier Kinder. Ich höre mit Interesse zu. Ja. Sagen wir mal so. ich hab auch Judith mit Staunen zugehört. Also mussten Sie von der Musik, die Sie auf der Straße gemacht haben, jetzt leben? Ja, ich hatte keine Reserven. Ich wohnte vorher in einer Wohnung, Mietwohnung. Mhm. Und man hat ja so ein Image und denkt, Kellys, die haben so viel verdient, haben wir. Aber es ging auch alles raus. Mhm. Und die ganze Kohle ist weg? Total, schon lange. Aber seit 10 Jahren stehe ich auf meine eigenen Füße, sorge für meine Familie. Und aktuell läuft es besser denn je und ich kann mich nicht beklagen. Aber auch in Zeiten, wo man auf der Straße spielt, das ist eine unglaubliche Freiheit. Wenn man ganz reduziert alles ganz gering hat, man hat nicht viele Kosten, man ist reich an Zeit und an Erlebnissen, die man zusammen hat. Darf ich noch mal fragen, wie Ihre Frau das alles empfunden hat? Weil, dass Sie sich an Ihre Kindheit erinnert fühlen, das verstehe ich. Aber Ihre Frau kommt ja aus so einem ganz, ich sag mal, gesettelten Haushalt. Ja. Vater Bürgermeister von Warnemünde. Genau, und jetzt Schule gegangen, studiert. Drei Jahre mit dem Bus, 5 Kinder. Es könnten mehr werden, vielleicht also auch nicht. Ein halbes Jahr habe ich ihr die Idee nicht gesagt, weil ich wusste, wenn ich das sage, sagt sie sofort ja und ich kann es nicht mehr zurückziehen. Und erst nach dem Unfall mit die Emma wusste ich, nee, wir müssen das machen. Und dann war sie zu Tränen gerührt und meinte, sofort. Und, das heißt, super. Erinnert mich ein bisschen an Bruno Labbadia, der sagte, ich habe meine Frau gefragt, wollen wir nach Mallorca oder nach Hamburg zum HSV? Okay. Und dann hat er gesagt, ich habe sie aber nicht antworten lassen. Das ist clever. Frau Steiner, natürlich. Wie viele Kinder haben Sie? 4? 5. 5. 5. Ja. Aktuell. Sie haben keinen Televisionsapparat zu Hause? Nein. Nein. Ein alter Witz. Nee, aber es stimmt. Und wir leben in Irland, wo es oft lange kalt ist. Und viel regnet draußen, ne? Genau. Wo man sich viel zu Hause aufhalten muss. Ja, ach schön, gemütlich. Ich sehe es vor mir. Dieses Bild kann ich mir übrigens sehr gut vorstellen, die Familie in Irland. Was ich mir bisher nicht so gut vorstellen konnte, war Angelo Kelly am Schlagzeug. Okay. Und dann habe ich was gesehen im Internet, wo du also wirklich dieses Schlagzeug rockst, was ich unfassbar fand. Und deshalb haben wir eine kleine Überraschung vorbereitet. Okay. Wir haben nämlich ein Schlagzeug besorgt und wollten dich fragen, ob du vielleicht spontan mal, so ähnlich wie da in diesem Internetfilmchen, uns mal zeigen könntest, was du da Solo. Drauf hast. Ein Solo. Okay. Wärst du bereit? Jetzt hier. Ja, ist ein kleiner Gefallen. Ja? Okay. Es ist da drüben. Magst du noch einen Schluck? Wow. Loslegen, Angelo. Wir freuen uns. Live bei 3 nach 9. Angelo Kelly am Schlagzeug. Er ist verschwunden, Judith. Er ist weg. Wir werden ihn wiederfinden. Ich hoffe, er findet uns wieder. Ich glaube, er wird sich erstmal den Schweiß von der Stirn abwischen. Und deswegen hat er einen kleinen Umweg gemacht. Und umso mehr freue ich mich auf Karl Lauterbach. Und ich will Sie gerne fragen, als vor ein paar Wochen die Meldung kam,
der Weltgesundheitsorganisation, die gesagt hat, dass Wurst und Schinken und Fleisch, rotes Fleisch, krebsfördernd sein kann. Haben Sie da gedacht, oh Gott, jetzt wird den armen Leuten schon wieder eine Angst eingejagt? Oder haben Sie gedacht, das habe ich immer schon gewusst? Also ich habe ehrlich gesagt gedacht, das habe ich lange schon gewusst. Ich hätte drauf gewettet. Das ist, eben wurde ja Ehrlichkeit angemacht. Ja. Und die daher, aber es ist tatsächlich so, die Studien verdichten sich seit Jahren. Man darf das Risiko nicht so dramatisieren. Es ist erstens nur eine Form von Krebs, die massiv betroffen ist, nämlich Darmkrebs. Die anderen Krebsarten sind nicht... Die auch nicht so häufig ist. Ja, Darmkrebs ist schon also, sehr häufig. Also nach Lungenkrebs, spielt also bei den tödlichen Krebserkrankungen Darmkrebs eine große Rolle. Und es ist auch nur beim roten Fleisch und es lässt sich schwer abschalten. Das ist also ab 50, 150 Gramm pro Tag. Aber das Risiko kann man kompensieren, indem man zum Beispiel regelmäßig zur Früherkennung geht, ab 50. Ja. Daher mein Tipp für die Fleischesser hier in der Runde. Also Früherkennung, also mit 50, 55, dann kann man noch, also das kann man das noch perfekt ausgleichen. Herr Kenner, wie handhaben Sie das denn mit Ihren vier Kindern, von denen wir gerade gehört haben? Sie haben doch mal Werbung gemacht für Wurst. Es war zwar Geflügelwurst. Für rotes Fleisch, ja, das könnte ich jetzt sagen. Aber das Gepökelte soll ja auch schädlich sein. Ja, ganz genau. Das war, wäre meine Nachfrage gewesen. Es betrifft gepökelte Wurstwaren. Jede Wurst. Jede Wurst. Ich dachte, die mit Salz behandelte, nein, insbesondere. Die mit Salz behandelte ist zusätzlich auch noch ein bisschen schädlicher für Magenkrebs, das ist aber relativ rar. Aber leider ist es so, jede Wurst außer die Geflügelwurst ist angesprochen. Könnte ich mich jetzt fein rausspielen, so ist es aber nicht gemeint. Also das ist schon auch ein Thema, ich habe das gelesen, ich war auch auf eine Art und Weise erschrocken, als ich von diesen Studien gehört habe, ich habe auch so ein bisschen dann nachgelesen, kam auf dieses Stichwort mit dem Pökeln. Ich selbst stelle bei mir so fest, wir haben die Tage so mal drüber geredet, dass ich insgesamt einen Tick weniger Fleisch esse, aber nicht erst seit der Meldung, sondern so, also dieser Heißhunger auf den Steak, sage ich mal, wie man das, Entschuldigung, wenn ich das Thema sozusagen so, ja, dieser Heißhunger auf den Steak, den ich schon früher auch mal hatte und so, das habe ich ausgesprochen selten mittlerweile, esse schon auch mal, ja, aber nicht mehr in der Regelmäßigkeit und wenn wir gerade sozusagen die Nahrungsaufnahme und alle anderen Wege durch den Körper angesprochen haben, der Hinweis auf die Früherkennung, egal ob per Stuhlprobe oder per Koloskopie, das ist ja das Entscheidende. Ich bin 50, also ich müsste noch gar nicht, war schon dreimal bei der Koloskopie, nicht aus Schiss, sondern weil ich einfach glaube, dass es richtig ist, dort regelmäßig hinzugehen. Patrick, kann ich nur jedem raten, das zu tun. Das ist überhaupt kein unangenehmes Thema. Entschuldigung, ja, wenn ich... Johannes, weil du gerade Patrick Baboumian angesprochen hast. Ich wollte nicht so sehr über Steaks sprechen. Ja, er ist Veganer, er ist Vegetarier, jetzt Veganer. Verzichtest du auf Fleisch aus gesundheitlichen Gründen? Bei mir sind das einfach ethische Gründe. Also es hat viel damit zu tun, dass ich grundsätzlich halt sehr viel, ich sag mal, schon immer einen starken Bezug zu Tieren hatte. Und ich habe mir irgendwann einfach die Frage gestellt, ob ich ein... wenn ich so ein Brathähnchen esse, ob ich das auch selber schlachten würde. Und die Antwort war für mich nein. Ich glaube, viele Leute, die Fleisch essen, würden die Antwort wahrscheinlich ähnlich beantworten. Für mich war es dann einfach inkonsequent, ein Produkt zu konsumieren, wo ich selber das nicht übers Herz bringen würde, das Tier zu töten. Und das war für mich der Grund, halt erstmal von Fleisch wegzukommen. Und 6 Jahre später habe ich dann die Entscheidung getroffen, vegan zu werden, weil ich einfach gesagt habe, wenn ich Tierleid vermeiden will, dann reicht es einfach nicht, nur kein Fleisch zu essen, weil wenn man sich anguckt, wie Milch produziert wird und eben sich anguckt, wie auch Legehennen zum Beispiel gezüchtet werden und so weiter, dann ist es eigentlich so. Was sagt denn Professor Dr. Med Karl Lauterbach? Ist denn vegan gesund in Ihren Augen? Wenn man es schlau macht, dann ist es sehr gesund, aber es ist nicht ganz also ohne. Insbesondere also gibt es ein wichtiges, also ja, Produkt, was man nicht bekommt, B12, das muss man spritzen, wenn man rein vegan sich ernährt. Das ist der am häufigsten gemachte Fehler. Sonst können dann die Nerven kaputt gehen, vereinfacht ausgedrückt. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt, ist es schwieriger als vegetarisch, also mit Milchprodukten und so weiter. Aber es geht und wenn man es gut kann, ist es extrem gesund. Ich habe, Katharina, ich muss gerade dazwischen springen. Man muss es nicht injizieren. Also man kann sich aber injizieren ist einmal der sicherste. Als Ergänzungskost sicher. Ich habe einen Vorurteil über Sie, Katharina. Ja, ich wusste, das ist wahrscheinlich gar nicht unangenehm, aber ich habe so das Vorurteil, dass Sie sich den Appetit nicht vermiesen lassen.
Naja, ich esse schon gern Fleisch. Ja, ich auch. Ja, und so, ich grill gern im Sommer, ich gebe es zu. Aber natürlich viel Salate drumherum. Ne? Aber generell esse ich, glaube ich, auch insgesamt ein bisschen weniger Fleisch. Mhm. Aber ich esse tatsächlich, Entschuldigung, auch mal ganz gerne Steak. Und ich habe auch das Gefühl, also ich höre ganz gut auf meinen Körper. Und ich habe auch das Gefühl, dass mein Körper mir sagt, was der haben will und was der braucht. Und dann spüre ich, mir ist jetzt mehr nach Fisch oder mehr nach, da gehen Sie nach Gefühl vor. Hühnchen oder einfach mal nur Kohlenhydrate und Pasta. Ich glaube, es ist immer so die Kombination aus allem. Das muss einfach eine gute Mischung sein. Ich glaube, heute natürlich so viel Fleisch und oft auch wie preiswert das ist auch eine Gefahr, dass man dann, alles ist so da. Man kann das alles so jeden Tag und sofort haben. Und ich glaube, das ist schon ein guter Ansatz, einfach mal zu sagen, das insgesamt ein bisschen runterzufahren. Alles, was so Wurst ist und was Fleisch ist. Und lieber so Dinge, die einfach so frisch, wie sie sind, wie Salat, wie Obst, also so belassen, wie sie sind. Also ich würde gerne, der Karl Lauterbach hat auch ein Buch geschrieben, was wirklich sehr interessant und anregend ist. Aber noch wirklich eine Frage, weil ich bekenne auch, wenn das politisch nicht korrekt ist, dass ich solchen Studien gegenüber immer ein bisschen skeptisch bin. Dann erfahre ich zum Beispiel, im Deutschlandfunk meldet sich ein weltweit renommierter Wissenschaftler und sagt, in der Mongolei angeblich das höchste Pro-Kopf, der größte Pro-Kopf-Konsum von rotem Fleisch auf der Welt. Darmkrebs so gut wie unbekannt. Bolivien auch ein Produzent und Verbraucher ersten Grades, ganz niedrige Raten. Wie passt das zusammen? Also zunächst einmal, eine Studie macht noch keinen Sommer. Man muss die gesamten Studien zusammengefasst. Aber die großen Studien werden schlicht und ergreifend mit den Rohdaten zusammengeworfen. Mhm. Das ist wie ein Eintopf, den ich mache. Mhm. Und dann werte ich aus, was zeigen die Studien in der Gänze. Das ist, was die WHO ausgearbeitet hat. Und dass da mal hier und da eine Ausnahmesituation ist. Das ist einfach Statistik oder es gibt Schutzgründe. Beispielsweise, es gibt auch genetische Faktoren, die eine Rolle spielen. Und also Darmkrebs, die können beispielsweise in der Mongolei, könnte es ein Gen geben, also ein Schutzgen, ein sogenanntes Suppressorgen, was also im Darm stärker verbreitet ist, als das in der mitteleuropäischen Bevölkerung der Fall ist. Das wird das schon erklären, da muss man dann einsteigen. Aber meistens gibt es für die Einzelstudie eine klare, gute Erklärung und man verlässt sich schon auf die Konsensmeinung. Herr Lauterbach, darf ich gestehen, dass mich Ihr Buch ein bisschen deprimiert hat? Wissen Sie warum? Weil ich das Gefühl hatte, man kann sich noch so sehr anstrengen, also den Fleischkonsum reduzieren, auch alle anderen schrecklichen Sachen reduzieren oder ganz lassen, so wie das Rauchen und Ähnliches, viel trinken. Und trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Krebs kriegen, sehr, sehr hoch. Und sie wird immer höher werden, desto älter wir werden und desto gesünder wir sonst auch leben. Dann ist es doch fast schon egal, ob wir Schinken, Wurst und rotes Fleisch essen. Eigentlich nicht. Also 30% des Risikos kann man beeinflussen. Durch eine optimale, sage ich mal, Ernährungsweise und insbesondere durch den Verzicht auf das Rauchen. Leider sind 70% der Krebserkrankungen, grob gesprochen, durch den Verschleiß von Genen erklärt. Und die gehen einfach kaputt durch die Zellteilung. Somit würden wir 120 Jahre im Schnitt alt werden, dann würde jeder von uns Krebs bekommen. So ist es so, für die 90-Jährigen oder diejenigen, die irgendwo zwischen 80 und 90 alt werden, ist das Risiko 50%. Mhm. Und das ist natürlich das hoch. Das nimmt mit jedem Jahr zu. Mhm. Ja, das ist also nicht mit haben Sie jedem selber, Jahr. Haben Sie selber diese Angst? Sie versuchen ja alt zu werden. Ja, Angst habe ich nicht. Also Früherkennung kann helfen, sodass der Krebs dann noch behandelt werden kann. Außerdem, man kann es auch umgekehrt sehen. Also wenn man nicht alles vermeiden kann, dann bedeutet das, man muss jeden Tag mit Leben füllen. Man muss die Tage mit Leben füllen, man muss die Zeit genießen. Die Illusion, dass wir unsterblich sind, ist also ohne dies tödlich, weil man schiebt das Leben nach vorne und lebt es nicht. Daher also hat es ja auch etwas Befreiendes. Selbst wenn ich viele Fehler gemacht habe, ist das Risiko, wäre es sowieso nicht ganz zu bändigen gewesen. Und ich lerne halt, jeder Tag zählt, ich muss das Beste daraus machen. Angela, ich habe eine Frage, die Sie nicht beantworten müssen, wenn Ihnen das unangenehm ist. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Wenn Sie das Thema Krebs hören, wie in dieser Runde, ist das etwas, was Sie, das Ihnen wehtut? Nicht wehtut, aber es ist etwas, was meine Familie sehr begleitet. Also meine Mutter starb an Krebs. Meine Schwester Patricia hat vor kurzem Krebs gehabt. Ist Gott sei Dank
gut verheilt alles. Aber meine Mutter, sie starb, als ich 10 Monate alt war. Und es war auch so, für mich, ich verbinde das nicht nur negativ, sondern für mich ist es auch, ihr Sterben war für mich ein großes Zeichen von Liebe, weil sie war gerade mit mir schwanger und die haben rausgekriegt, dass sie Krebs hat und die wollten die Chemo anfangen und meinten, sie müsste abtreiben. Und dann könnten die anfangen. Und das kam für sie nicht in Frage. Für sie war ganz klar, mein Leben ihr wichtiger. Und alle Ärzte haben sie nach Hause geschickt. Und danach hat sie dann die Chemo angefangen und es war zu spät. Hätte sie eine Chance? Weiß ich nicht. Aber für sie war das klar. Und viele würden sagen, dass das ist eine Last oder eine Belastung. Aber für mich im Gegenteil. Ich fühle mich schon immer, obwohl ich sie nicht kennenlernte und nicht auch bei mir hatte lange Zeit, ich fühlte mich schon immer von ihr sehr, sehr geliebt. Und ich glaube, das hat sie mir mitgegeben. Oh. Fällt mir schwer, die nächste Frage zu stellen. Aber vielleicht können Sie erzählen, weil Sie das so konkret auch machen in dem Buch, welche Art von Vorsorge in Ihren Augen richtig ist, welche Art von Ernährung und was in Ihren Augen eher Hokuspokus ist. Bei Krebs, also es ist Gott sei Dank die Sache relativ einfach. Also Krebs, also lässt sich, wir wissen, was, sagen wir, vorbeugt bei Krebs besser als bei vielen anderen Krankheiten. Und der wichtigste Risikofaktor mit großem Abstand, danach kommt lange Zeit überhaupt nichts, ist das Rauchen. Sogar wenig Rauchen. Sogar 1 oder 2 Zigaretten am Tag, passiv rauchen, mitrauchen, alles ist krebserregend. Ich kenne natürlich Rauchen eine ganz große Ausnahme, die auch in Ihrer Partei sitzt. Ja, aber der hat einfach schlicht, Helmut Schmidt hat Glück gehabt. Er hat keine besonders guten Gene. Rauchen ist wie russisches Roulette. Die Pistole wird geladen, geht rund. Und selbstverständlich gibt es auch den einen oder anderen, der 5 oder 6 Mal den Revolver dreht und dann immer noch keine Kugel im Kopf hat. Aber das ist halt der Ausnahmefall, der schießt nicht besser. Und bei Krebs kann man also wenig selbst schießen. Somit also einfach ausgedrückt, die Risikofaktoren Rauchen, Übergewicht ist ein großer Risikofaktor. Für Brustkrebs, Darmkrebs, einige andere Krebserkrankungen. Die meisten denken ja, Übergewicht, das ist für Zuckerkrankheit. Übergewicht ist der am zweitwichtigsten, also vermeidbare Risikofaktor. Das wissen viele überhaupt nicht. Und das, was ganz oft gesagt wird, Stress, wie verhält es sich? Spielt überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil. Also wenn überhaupt, dann wirkt der Stress leicht schützend. Aber das ist nicht sicher. Somit aber, wir wissen auf jeden Fall, dass Stress keinen Risiko, es gibt auch keine Krebspersönlichkeit. Also wie gesagt, Rauchen, Übergewicht, Fleischkonsum, dann also unausgewogene Ernährung im Sinne von zu wenig Gemüse und Obst. Da kommt es aber überhaupt nicht darauf an, was man an Gemüse und Obst isst, sondern nur eine Mischung halt. Und was essen Sie denn, Herr Professor Lauterbach? Also ich esse Fisch und also sonst vegetarisch. Das hat mit Krebs nichts zu tun, das mache ich seit vielen Jahren. Haben wir ähnliche Gründe. Also sagen wir mal, ich habe damit angefangen, also vor Jahrzehnten. Damals war es so, also die Menschen in Afrika hatten nichts zu essen. Wir haben das Getreide verbraucht, um damit Fleisch zu produzieren. Da dachte ich, das macht keinen Sinn. Darüber hinaus, also Tierhaltung ist auch unethisch. Von daher habe ich damals noch aus nicht medizinischen Gründen den Fleischverzicht begonnen. Und dann nehme ich jetzt von Fisch und vegetarisch, das ist so, tut mir auch gut. Aber dass Sie, ist keine Religion. So habe ich Sie auch vorgestellt, dass Sie das Salz so meiden, hat nichts mit Krebs zu tun, sondern mit dem Bluthochdruck. Nein, also es ist so, dass also der Salzverzicht aus meiner Sicht leider für Krebsvermeidung überhaupt nichts bringt. Und daher also auch hier das Salz bei der Pökelei und so, das also macht keinen großen Unterschied. Aber in der Summe ist es so, also Salz hat eine Bedeutung für Bluthochdruck, für Gefäßerkrankungen und dergleichen, hat aber mit Krebs, also außer beim Magenkrebs und dann nur in Japan, wo man es in sehr, sehr hoher Dosierung dann zunimmt in der Sojasauce, hat das eigentlich keine Bedeutung Lauterbach, für Krebs. Wollen wir dieses Gespräch mit Ronny, entschuldige bitte, einen Faktor noch, Früherkennung. Weil auch ein aktiv beeinflusst. Vielen Dank für den Entschuldigung. Nee, ganz klar. Das Haut, ist, ich meine, wir Haut wenn ich Sie schon hier sitzen. Wir spielen hier über Bande, das ist richtig. Also Früherkennung, Darmkrebsspiegelung ist das mit großem Abstand das Wichtigste.
dann also für Frauen insbesondere mit Risikogeschichte, wo die Familie belastet ist, die Mammographie, regelmäßige Mammographie, qualitätsgesichert. Hautkrebs-Screening ist auch wichtig. Es bringt nicht ganz so viel wie oft gedacht, aber es ist trotzdem wichtig, auch wenn man sich da lernt, selbst zu untersuchen. Das sind im Großen und Ganzen die Untersuchungen, die man machen kann. Wer mehr davon wissen möchte, in diesem lesenswerten Buch von Herrn Lauterbach, allerletzte Frage, weil wir es mit was Optimistischem, was Positivem beenden wollen. Ich habe aus diesem Buch auch erfahren, dass kleine Menschen, besonders kleine Menschen, selten an Krebs erkranken. Es macht einen gewissen Unterschied, aber es ist tatsächlich so. Hier haben wir die nicht ganz so großen, haben wir einen Vorteil. Ich weiß ja auch. Lauterbach, wir danken Ihnen. Do you like birthdays? How did you celebrate yesterday? Yeah, I really like birthdays, especially when people are singing. Wonderful. Okay, let me translate. Er mag Geburtstage sehr, hat er gerade gesagt. Vor allen Dingen, wenn die Leute so schön singen, unsere Gäste hier. We in Germany, we like to celebrate with friends and with surprises and with a lot of people who want to congratulate. Chocolate, yes, this is for you, but we have something else for you. Okay. Wir haben noch etwas anderes, denn wir sind es ja gewohnt, in Deutschland zu feiern mit Menschen, die gratulieren wollen. We have a special guest for you, yes. Katharina Wittmann, meine Damen und Herren. Like to get presents, but we love to give presents as well. So nice. I know you get some sweets. I know you are, beside being a great musician, and I'm a big fan of you for many years, and you know that you're a great photographer. Thank you. So, but I brought you a present from Till, who has, Till Brunner, one of the greatest trumpet players. Okay. He has made this book. You're missing in that book, so maybe one day he'll be able to take a photo of you as well. Okay, übersetzt das mal kurz, Katharina. Okay. Also Katharina hat gesagt, sie selbst ist natürlich nicht das Geschenk, aber sie hat ein Geschenk mitgebracht, und zwar ein Fotobuch von Till Brönner, weil Bryan Adams natürlich auch ein begnadeter Fotograf ist neben seiner Musikkarriere. Woher kennt ihr euch genau? Also wir kennen uns tatsächlich schon viele, viele Jahre. Ich habe ihn zum ersten Mal natürlich gesehen in Calgary zu den Olympischen Spielen 88. Da hat er im Olympischen Dorf gespielt. I just found the ticket, funny enough. I found the ticket from the village. Und dann habe ich ihn da getroffen. Und er ist natürlich in Kanada, als die Spieler waren, war er ja auch schon ein Superstar. Dann waren das so ein bisschen auch meine Spiele geworden durch meinen Olympiasieg damals. Und dann gab es ein großes Konzert in Weißensee, wo ich dann allerdings leider auf der Bühne ausgepfiffen wurde. Er wurde zum Glück gefeiert. Warum? Naja, wir hatten ein großes Konzert gemacht, damals in Ost-Berlin, und das war so ein Gegenkonzert zu Michael Jackson, und es wurden viele Stars eingeladen aus der ganzen Welt, auch mit Hilfe von mir, und er wurde auch so ein bisschen mit meiner Hilfe mit auf die Bühne geholt, und das war so das erste Mal, dass die Jugend der damaligen DDR ein bisschen protestiert hat, und dann habe ich das abbekommen, das Pfeif-Konzert, aber ich habe mich total gefreut, dass Brian da war. Warum? Weil du durftest nach Calgary und Sie ja, ich war so blöd und stehe auf der Bühne und sage, ja, ich habe jetzt für euch Bryan Adams eingeladen. Ich habe ihn gerade in Calgary getroffen. Niemand durfte nach Calgary reisen in der Zeit, außer dass man in der DDR-Mannschaft als Sportler unterwegs war. Und das hatte ich natürlich total vergessen. I'm sorry. Do you remember this concert she's talking about? In Weißensee. And since then we have met once a while. You don't want? Yeah, I'll have a little taste. Yeah, why not? Cheers. A little cheers for your birthday. Yeah. Yeah. Letztes Jahr mein Geburtstag bei ihm gefeiert, da hat er ein tolles Konzert in der damaligen O2, jetzt Mercedes-Benz Arena, gegeben, und dann hatte ich ein paar Freunde mit mir zusammen versammelt, und dann waren wir zum December 3rd, I was at your concert. Wow. It was my birthday, but we celebrated you on stage. Yeah. And it's a long friendship, Till. We know each other. We're not friends, as you know, friends, Brian, but we know each other for many years. It's a long friendship with her. I've known Katharina since the 80s. Yes, 27 years. Yeah, but I mean, I would like to be closer, but it's not possible.
Okay, let me translate this also. Er sagt, er kennt sie seit 27 Jahren und er wäre gerne noch enger mit ihr befreundet, aber kleiner Augenzwinkerer. Yeah. Brian, how often are you in Berlin? You bought a factory site there. I go quite often, but not so often. I mean, I'm right now promoting my album and I'm on tour, and so. And yeah. What about this factory site you bought? Yeah, I like Berlin, so I bought a place there. To live or to work? Maybe, yeah, we'll see. You know, it's still early we'll days. See. Yeah, hopefully. I think I'm gonna make it into a little atelier. Uh-huh. We would love that. Okay, yeah? Great. We would Thank love you. That, okay. Yeah. Ich habe ihn gerade gefragt, denn er soll öfter mal in Berlin sein und soll sich dort ein Fabrikgelände gekauft haben. Er hat das bestätigt, hat er auch, und er weiß noch nicht genau, ob er dort in Zukunft arbeiten wird oder leben wird. Und ich habe natürlich gesagt, im Namen von uns allen, dass wir uns freuen würden, wenn er öfter in Berlin wäre. I have an idea for a reunion. Yeah? Yes, end of May, next year in Berlin, your concert tour. Yes. Little reunion? Deal? Thank you very much, Brian Adams. Danke. Danke. So, Sie haben sich jetzt gewundert vielleicht. Über diese Musik, aber Sie haben sie mit Sicherheit alle erkannt, das James-Bond-Theme, denn jetzt ist ja auch der neue Bond in den deutschen Kinos zu sehen. Und einer, der weiß, wie es sich anfühlt, als Gegenspieler von James Bond zu agieren, ja, quasi nicht im Auftrag der Majestät, ist unser nächster Gast. Ich begrüße ganz herzlich Anatole Tauch. Vielen Dank. Recherchiert haben, dann kam der James Bond, bei dem Sie mitgespielt haben, ein Quantum Trost, vor genau 7 Jahren, also heute auf den Tag genau, vor 7 Jahren in die Kinos. Wie sah Ihr Tag damals aus? Also wo wären Sie jetzt vor 7 Jahren? Jetzt vor 7 Jahren wäre ich wieder zurück in Nordafrika, in Ouarzazate, und war da zur Zeit für die Päpstin vor der Kamera. Mhm. Auch als Bösewicht, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man doch da in Sachen James Bond relativ viel Promotermine auch drumherum hat, oder? Bei so einer Nummer, wo die ganze Welt zukommt. Das geht ja Anfangs Oktober los. Mhm. Und dann, wenn der ins Kino kommt, dann ist man dann schon wieder woanders unterwegs. Also Anfangs Oktober ist ungefähr so ein Monat, 2-3 Wochen Promotion. Schon sehr intensiv. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich spiele da eine Tapete. Eine farbenfrohe, ne? Aber eine Tapete. Sie spielen Elvis. Ja, das ist schon mal sexy, das macht's ja farbenfroh. Oh. Ja. War denn diese Rolle Fluch oder Segen für Sie? Beides. Beides. Inwiefern? Soll ich ausführen? Ja, bitte. Ja, bitte. Fluch, also Segen, weil bei so einer Weltmarke mitmachen zu können, das öffnet viele, viele Türen. Beruflicher, privater Natur, in allem. Also ich habe Freunde fürs Leben gewonnen. Es hat sicher auch meiner Karriere vielleicht so von Qualifikation. Ich bin großer Fußballfan, darum drücke ich das oft. JB Johannes wird das sicher auch stehen können und hoffentlich ihr alle auch hier drin als Bremen, Werder Bremen. Ja. Das war vielleicht so dann mit diesem James Bond Film dann solide Europa League für mich. Ah, okay. Ja. Und vorher vielleicht Bundesliga. Ich dachte, das ist die Weltmeisterschaft, ja, wenn man damit macht. So, also weil das so Budget allein ja schon unfassbar ist. Qualifikations-Champions League. Aber da muss man als kontinentaleuropäischer Schauspieler dann die Kirche doch im Dorf lassen. Und es ist aber auch schon ganz toll, über Jahre hinweg in der Europa-Liga zu spielen. Ich glaube, viele Vereine würden das gerne mögen. Oh ja, absolut. Werder Bremen zum Beispiel, ja. Ah, mal wieder. Ja.
Also schon in der Europa-Liga zu sein und sich dort zu also halten, hat sehr geholfen. Um die Liga mal ein bisschen deutlich zu machen. Ja. Ne? Wir müssen sie ja erstmal so ein bisschen vielleicht noch mal groß machen, was wir wahrscheinlich gar nicht brauchen. Denn alle, die sie ihr Gesicht sehen, wissen das. Sie haben gespielt im Hollywood-Film 96 Hours einen albanischen Bösewicht, zum Beispiel. Ne? Das war eine 80-Produktion. In der US-Fernsehserie Die Tudors einen französischen Scharfrichter, in der BBC-Serie Waking the Dead einen serbischen Kriegsverbrecher. Sie sind also so ein bisschen abonniert, bei James Bond war es ja auch so, auf den Bösewicht. Wie böse sind Sie denn privat? Ich bin ganz lieb. Nee, wirklich ganz lieb. Liebe zu lachen, liebe Menschen, neugierig auf Menschen, enthusiastisch für Menschen, egal welche Religion, Hautfarbe, Gewicht, Größe, Alter, Männlein, Weiblein. Im Film ist das anders. Ja, muss ja so ein bisschen, ich habe mich auch ein bisschen mit Ihnen beschäftigt. Ich habe gedacht, dass vielleicht diese Bösewichtrollen, dass Sie da aus Ihrer Jugend schöpfen können. Denn was ich persönlich ganz humorvoll fand, Sie waren ja damals in Ihrer Jugend, also man könnte es positiv ausdrücken und sagen, ein Geschäftsmann, der dabei war, sich ein Imperium aufzubauen. Mhm. Nur die Polizei fand es jetzt nicht so toll. Ja, leider. Also Sie haben Platten, meine Mama auch nicht. Platten verkauft und es gab irgendwas mit Mofas. Mit Mofas, ja. Ja, also groß angelegt, Geschäfte gemacht und habe da gedacht, ich könnte da jetzt auch ein Kaufhaus ausnehmen. Und wir hatten da noch eine kleine Mofa, also 80er Jahre, waren halt in der Schweiz bin ich aufgewachsen, vielleicht auch hier in Deutschland, da waren Mofas in. Ja. Und wir hatten da noch so eine kleine Fabrik uns zugetan und Mofas ausgeliehen. Nicht wirklich, wir haben sie geklaut, wir haben sie umgespritzt, wir haben die Rahmennummer rausgestampft, rausgeschliffen und eine neue Rahmennummer reingetan und dann auch das natürlich versucht, custom-made zu verkaufen. Ja, custom-made, also je nachdem, wenn jetzt jemand, wenn der Angelo hätte wollen, ja, du, ich möchte haben, dass das bis 65 fährt, dann hätte man auch diesen Wunsch locker. Ja. Ich hätte eins bei dir gekauft. Ja, ja. Wie hoch ist denn die Strafe 10%. Ausgefallen, als man gemerkt hat, das ist nicht nur getunt, es ist auch leider geklaut? Das ja. Ja, nee, das war dann schon heftig. Da bin ich dann schon, also ich musste 180 Stunden für Pro Juventute, für einen allgemeinen Sozialdienst machen. Mhm. Und ich war auch ein halbes Jahr, musste ich am Freitag in die Jugendstrafanstalt, also ich war so Weekender, Wochenendler. Nicht raus, sondern rein. Ja. Und war da halt Freitagabend um 6 bis Sonntag um 3 in der Jugendstrafanstalt. Und Sie waren in einem Kloster. Danach, war das schon eine Strafe oder zur Läuterung dann? Ja, das war meine letzte Chance vor dem sozialen Abfall. Ja. Und das war dann so eine Gemeinschaftsproduktion von Mama, Jugendanwältin, Rektor, der mich aus der Schule aber rausgeschmissen hat vorher. Und die alle mit mir im Schlepptau, mehr oder weniger, ging man da ins Kloster einsiedeln. Ja. Und wie war das dort in dem Kloster? Also viele, die in so einem Klosterleben hatten oder auf einer Klosterschule waren, haben da ja nicht so gute Erinnerungen. Für mich war es gigantisch brillant. Ich bin da sehr dankbar drüber. Ja, es hat mich gerettet. Ja, was konnten Sie davon mitnehmen? Sehr viel. Ich habe da so alle wichtigen moralischen, sozialen und ethischen Werte gelernt, die man braucht, um auf dieser Welt miteinander gut sich zu verstehen. Ja. Ich bin gar nicht gegen Sie, seien Sie ganz beruhigt. Also Herr Kerner und ich, soviel ich weiß, haben eine Gemeinsamkeit. Wir hatten eine Zeit an der Schule, die ziemlich schwierig war, mit ziemlich schlechten Leistungen. Ich musste auch eine Schule verlassen. Sie kamen dann auf eine Jesuitenschule. Wow, ja. Würden Sie sagen, Sie haben da Ähnliches fürs Leben rausgezogen wie Anatole? Also bei mir ist es so, ich war nicht selbst auf einer Jesuitenschule, mein Vater war Lehrer auf einer Jesuitenschule. Oh mein Gott, ja. Und, also schlimmer, würde ich sagen. Nein, kein böses Wort über meinen Vater, ganz im Gegenteil. Aber ich sag mal, wie sage ich das richtig? Es hat sozusagen die Auseinandersetzung mit gewissen Vorstellungen, auch Vorstellungen, die die katholische Kirche betreffen, hat eine gewisse Rolle gespielt in meinem Leben. Und ich habe mich dann zwischenzeitlich mal sehr davon distanziert, aber bin vor vielen Jahren dahin wieder zurückgekommen. Das ist mein ganz persönlicher Lebensweg. Das hat nichts mit großer Glocke zu tun. Das ist einfach meine Form von Rekonzilianz. Ich habe mich wieder versöhnt mit meiner Kirche. Super. Aber ja, gut, das muss jeder machen. Ja, für dich? Ich habe es halt, für mich ist gut. Ich habe es halt so gemacht. Ich habe das nie als Last empfunden, weil in dem Moment, als ich es als Last empfunden habe, weil ich einfach inhaltlich mich mit der Kirche so stark kritisch auseinandergesetzt habe, habe ich gesagt, ich gehe raus und bin damals zu einem Kaplan in Berlin und habe gesagt, ich will hier nicht einfach nur zum Standesamt, da machte man das damals, und erkläre meinen Austritt, sondern ich habe ihm erklärt, warum. Und dann hat er gesagt, ja,
kann ich alles verstehen, aber Sie müssen wissen, die Hand von Jesus Christus ist immer ausgestreckt. Und das habe ich dann einen Pfarrer viele Jahre später gefragt, ob das wirklich stimmt. Dann hat er gesagt, ja, hat der junge Kollege recht gehabt. Und so habe ich mich da wieder angenähert. Okay. Ja, aber ich habe das nicht als belastend empfunden. Also ich muss dazu auch, Entschuldigung, Frau Racke, ich muss dazu auch noch sagen, okay. aber man hat verstanden, wer gemeint war. Nee, ist glaube auch noch wichtig, wie die privaten Umstände sind. Aber ich kam halt auch mit 16 dorthin, 16, 17. Das ist, war ich als Rebell ohne Grund, also komplett. Und hab da einfach Ordnung und Stabilität und Ruhe gebraucht. Das war auch, muss ich sagen, Internat und Externat. Also wir hatten interne und externe Leute. Kinder, die am Morgen in die Schule gingen, Männlein, Weiblein und dann am Abend wieder nach Hause gingen. Wir hatten auch weltliche Lehrer und geistliche Lehrer. Es war für mich, ich habe es eine Sensation gefunden, es war ganz toll. Weil Sie gerade sagten, dass Sie keine Stabilität hatten, muss man vielleicht ein bisschen helfen unseren Zuschauern. Ihr Vater ist gestorben früh, Ihre Mutter war dann alleinerziehend. Und weil Johannes gerade über seinen Vater gesprochen hat, der ja Lehrer war, würde ich auch so gerne über Ihren Vater sprechen, weil ich auch weiß, dass Sie unglaublich stolz auf ihn sind. Ihr Vater war erster Geiger der Berliner Philharmoniker und er hat mit einem Instrument für Furore gesorgt, das ich bis zur Vorbereitung auf diese Sendung überhaupt nicht kannte. Ich bin gespannt, ob unsere Zuschauer es kennen. Wir gucken es uns jetzt erstmal an. So, Film. Angelo kennt sich. Wow. So ein bisschen. Der Theremin, der hat in New York bei Caramore ein Musikfestival. Und der wurde von den ganzen reichen Damen da in Westchester, das war der Liebhaber, nicht richtig, aber... Und dann hat er einen riesigen Fehler begangen. Er hat eine schwarze Tänzerin geheiratet. Und dann haben die ganzen Damen ihm... Dann wurde er nach Russland... Sie sprechen jetzt, glaube ich, von dem Erfinder dieses Instrumentes. Also Ihr Vater war jemand, der beherrscht hat das Instrument. Also Erfinder ist ein russischer Physiker, der heißt Leo Theremin. Genau, das ist der Mann. Das Instrument ist praktisch das erste Instrument weltweit, das man in eine Steckdose hineingesteckt hat. Die Vorstufe vom Synthesizer. Der Prototyp, Prototyp eines Synthesizers. Und Königsberger Kaufmänner, Königsberg, heutiges Kaliningrad, mein Vater ist dort geboren, haben das, wie sagt man, das Patent gekauft und das auch manufaktiert. Und mein Vater als Teenager mit dem absoluten Gehör und toller Musiker, Geiger, ist da weltweit rumgereist und hatten das mit dem Leo zusammen, denke ich mir, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall reiste er weltweit rum und hat das Gerät, das Musikinstrument Leo Theremin vorgeführt. Man bedient es mit einem Fußpedal und dann läuft es über Frequenzen. Man braucht auf jeden Fall das absolute Gehör. Was Ihr Vater hatte als Musiker, das waren übrigens Aufnahmen von 1938, die wir da gerade gesehen haben, aus der Frankfurter Oper. Ihr Vater war Jude. Ja. Wann hat er Deutschland verlassen? Danach, kurz danach. Und die Legende hat es, dass der Pförtner dieser Frankfurter Oper gesagt hat, Herr Taubmann, merken Sie denn nicht, wie sich das Publikum verändert bei Ihnen? Weil da nur noch all diese Menschen in Uniform saßen. Mhm. Und dann ging mein Papa nach, das ist sehr spannend, wirklich, dann ging er nach England und konnte aber in England auch nur einreisen, weil seine Schwester mit einem englischen Politiker schon verheiratet war. Das war seine Rettung, weil die Engländer, die haben bootsweise europäischer Juden wieder zurückgeschickt in den Tod. Und die Engländer haben ihm dann gesagt, Herr Taubmann, ich sag's jetzt auf Deutsch, Herr Taubmann, wir haben jetzt keine Zeit für Geiger und Musiker, aber Sie sprechen ja fließend Italienisch, das können wir gut gebrauchen, fließend Deutsch auch perfekt. Sie können hierbleiben, wenn Sie in die Armee gehen. Mhm. Und schlussendlich wurde er den Major von den Green Howards, sehr bekanntes Yorkshire Regiment. Yorkshire ist so ein Teil wie Nordrhein-Westfalen. Sehr angesehenes Regiment ist das. Und dann schlussendlich war er Privatsekretär von General Montgomery und hat gegen Rommel gekämpft in Nordafrika, wurde dort angeschossen, wurde dann an die amerikanische 5. Armee ausgeliehen, weil er halt so gut diplomatische Geschicke hatte und die Sprachen halt konnte. Und Ende des Krieges war er dann in Wien und hat von der Königin noch ein Abzeichen bekommen, auch den englischen Pass. Ja.
So. Ich würde gerne noch mal auf Ihren aktuellen Film kommen, weil der sich auch mit den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs beschäftigt. Ja. Und zwar spielen Sie den Hollywood-Agenten Paul Kohner. Auch eine Parallele, finde ich, zu Ihrem Vater, weil der ja am Ende auch Künstler gemanagt hat. Sie spielen also einen Schauspielmanager und an der Seite von Tobias Moretti, der Louis Trenker spielt, den ich als Bergsteigerlegende kannte, der ja aber auch Schauspieler war. Mhm. Und der, und das ist historisch verbürgt, damals versucht hat, die angeblichen Tagebücher von Eva Braun zur Verfilmung zu bringen, ja, in Hollywood. Und wir schauen jetzt mal rein in eine Szene. Ah ja. Der Film ist am 18. November im Ersten zu sehen. Heißt Louis Trenker, der schmale Grat der Wahrheit. Und weil ich mit Ihnen viel lieber über Ihre Jugend sprechen wollte, als über diesen Film, belassen wir es jetzt auch dabei. Okay. Wir gucken uns den Film alle an. Ich will nur noch eine kurze Antwort von Ihnen. Sie spielen dann nämlich keinen Bösewicht. Ja. Der moralisch umstritten ist in diesem Fall Louis Trenker oder beziehungsweise Tobias Moretti. Hat Ihnen das Spaß gemacht? Sehr. Wunderbar. Dankeschön. Anatol Kaufmann. Liebe Katharina, am 3. Dezember feiern Sie einen runden Geburtstag. Und aus Anlass dieses Geburtstages haben Sie gesagt, Sie stellen die Bilder Ihres Lebens zusammen. Ich habe mir zwei rausgesucht, auf die ich besonders neugierig bin, weil ich finde, man kann die noch vielleicht anders erklären, als Sie im Buch, wo Sie immer kurze Texte dazu geschrieben haben, getan haben. Sie werden vielleicht sagen, die Bilder, die Auswahl der Bilder sagt mehr über mich als über Sie, aber wir lassen es einfach darauf ankommen. es ist dieses eine Bild, ich weiß nicht, ob das die Kamera einfangen kann. Sie kennen es, ich drehe es mal kurz zu Ihnen um. Welches jetzt auf dem... Rechten, der rechten Seite. Man sieht Ihre legendäre Trainerin, Jutta Müller. Und man sieht Sie mit kurzen braunen Haaren. Ja. Und darunter steht nur handschriftlich... Der Blick, der sagt alles, ja. Dieser Blick sagt eigentlich alles. Und ich habe mich gefragt, was ist was alles? Der sagt, was ja. Ist alles? Ja, das ist, da bin ich irgendwie 13, 14 und das ist während des Pflichttrainings. Und das Pflichttraining, das war echt langweilig. Also da hast du echt Kreise gedreht, achten, drei Kreise, da ging es darum, dass die Seitenachsen stimmten, dass die Mittelachsen stimmten, dass wenn man sechs Spuren gelaufen ist, aber man nur eine sah, die Preisrichter kennt man vielleicht noch so, die alten Bilder, dass die sich auf die Erde gelegt haben und genau geguckt haben, welche Kante, Außenkante, Innenkante, also das ist sehr technisch und das war mir immer ein Grauen und langweilig, weil ich wollte immer aufs Eis gehen, ich wollte tanzen, ich wollte Musik und habe dann auch manchmal während der Pflicht heimlich irgendwo in der Ecke eigentlich so Sprünge geübt, was eigentlich gar nicht geht, weil du hast bei Pflicht Kufen sind andere Kufen als in der Kür. Und dann hat mich das zur Strafe mein alter Trainer dann auch damals während der Kür dann halt Pflicht laufen lassen und lauter solche Dinge. Und das ist halt so das Foto, wo ich denke, oh nein, nicht schon wieder ein Pflichtbogen, bitte lasst mich Kür laufen. Und haben Sie diesen Unmut auch mal rausgelassen, außer durch Sprünge? Haben Sie das auch mal gesagt? Naja, witzigerweise wächst man in diese langweilige Pflicht rein. Weil wenn man dann älter wird und ein bisschen reifer und ein bisschen gesetzter, dann macht die Pflicht wieder Spaß, weil die ist dann nicht so anstrengend gewesen so mit 18. wie das Kürtraining. Ja, so ab 20, okay. Wo ich dann noch in der Pflicht sozusagen bessere Noten bekommen habe. Die gibt es ja auch seit den 90er Jahren gar nicht mehr. Die wurden dann leider erst nach mir abgeschafft. Hm. Ich musste noch voll mitnehmen. Und ich habe dann halt lieber dann auf der Pflicht gestanden. Das waren manchmal selbst 2 oder 3 Stunden. Habe dann entweder früh um 7.30 Uhr mal so ordentlich laut genießt, sodass alle mit mir aufgewacht sind in der Halle oder habe dann irgendwie mir immer schöne Geschichten überlegt. Ich stand dann so auf der Pflicht und lief meine Bögen und hatte dann immer irgendwelche Filmgeschichten oder Träume, die durch den Kopf gingen. Also deswegen wurde ich dann in der Pflicht nicht so. Ich zeige Ihnen auch noch besser. Das zweite Bild. Ich glaube, es ist ein berühmtes Bild von Ihnen, nur ich kann es nicht mehr zuordnen. Ja, man sieht, mit Frau Müller. Ja. Man sieht sie weinen. Ich glaube, wir haben es sogar das vorher abfotografiert. Insofern muss man es jetzt nicht kompliziert über meine Schulter, aber Sie kennen es. Was? Ja, weil es das ist so ein Moment, da sind ganz viele Momente, die sich bei mir abspielen. Das ist meine letzte Weltmeisterschaft 1988 in Budapest. Also ich wurde dann zum zweiten Mal schon Olympiasiegerin. Ich war dann vierfache Weltmeisterin und ich wusste, ich höre auf.
Und ich wusste, es gab natürlich schon eine Art Deal, dass ich Shows laufen darf. Aber ich wusste ja nicht, wie lang. Also ich wusste, da kann ich so ein paar machen. Und man ist 22, du bist extrem jung. Du hast eigentlich alles vor dir, aber in deinem Sport hast du schon alles hinter dir. Und plötzlich geht das alles so in deinem Kopf herum. Und ich wollte noch weiter auf dem Eis stehen. Ich war ja leidenschaftliche Eiskunstläuferin. Wenn mir da jemand gesagt hätte, du stehst eh noch 20 Jahre auf dem Eis, hätte ich bestimmt anders geguckt. Aber in dem Moment war ich einfach so traurig, ja, weil die Wettkämpfe waren vorbei. Ich war froh, also eine Riesenlast fiel von mir ab. Aber es war ja auch eine schöne Zeit und dafür ist man ja Leistungssportler, um rauszugehen, den Wettkampf zu bestreiten, zu sagen, hey, ich gewinne und okay, aber du wirst nur Zweiter jetzt, oder so. Jetzt haben Sie einen Schuss frei. Ah, ja, ja. Sagen Sie mal, welches Ihr Lieblingsbild ist und ich deute es dann. Ich habe wirklich, ich habe kein Lieblingsbild. Dann zurück. Gar nicht, ja. Okay. Also, ja, ich natürlich so denke ich, oh, das waren noch Zeiten, da war ich 18. Ach so, okay. So bei dem, na, da denkst du, ach, je. Schönes Bild. Aber, ich finde das ja jetzt irgendwie doof, dass man sagt, man wird jetzt 50 und jetzt hat man ein Buch rausgebracht. Also die Zahl kam ja so oder so. Ich hab's nicht gesagt. Ja, aber weil man wird natürlich jetzt immer angekündigt. Ich meine, wir werden alle 50, wir werden alle älter, wir sind jünger. Manche sind auch schon 50. Aber das war, oder manche schon, ja. Und ich bin ja immer jemand, der immer so nach vorne guckt und immer weitergemacht. Also es ging ja dann trotzdem nach, selbst nach diesem traurigen Bild, wo ich da in Budapest saß, ging es ja dann zum Glück auch immer wieder weiter auf dem Eis und in verschiedenen anderen Dingen. Aber es war tatsächlich eine schöne Gelegenheit, jetzt in diesem Jahr mal doch alles so Revue passieren zu lassen und einfach sich dann auch mal hinzusetzen und zu sagen, ach Mensch, man hat echt schon so viel geschafft und ich habe so viele schöne Erlebnisse gehabt. Und wollte das einfach in dem Buch darstellen. Und mit dem Verlag zusammen, die hatten halt den Wunsch geäußert. Und dann war das total schön, durch die Bilder durchzugehen. Und eigentlich jeden Tag ging es immer, ach, guck mal und schau mal. Und die so. Die Lektorin, die musste immer streichen. Die Texte haben Sie aber selber geschrieben, oder? Alles, ja, komplett selber. Okay, aber dann habe ich auch zu viel geschrieben, wurde auch immer gestrichen. Ich lese mal was vor, was Sie da geschrieben haben. Ja. Manchmal verdamme ich diese gnadenlose Disziplin und Perfektion mit der wir Leistungssportler erzogen sind. Es kann ein Fluch sein, Fluch haben wir gerade über Anatol, wenn man nicht irgendwann lernt, loszulassen. Und gleichzeitig kommt in Ihrem Buch immer wieder in den Texten, die Sie geschrieben haben, das Wort Glück vor. Ich habe einfach Glück gehabt. Jetzt würde ich so wahnsinnig gerne wissen. Sie haben das Buch echt gelesen, ja, nicht na, nur die Bilder angeschaut. Wow. Hammer. Da ich die 50 überschritten habe, könnte ich auch sagen, ich bin aus dem Alter, wo man sich Bilder anschaut, raus. Also, wie viel ist Können, Disziplin, Talent? Und wenn Sie jetzt ehrlich sind, wie viel ist Glück, das man gehabt hat? Und was war bei Ihnen Glück? Ich glaube, das Glück ist einfach immer das letzte Quäntchen, was man dann hat. Weil es gibt so viele Menschen, die sind so fleißig und die haben auch wirklich so viel geleistet und irgendwas fehlt. Also entweder auch im Sport, wenn ganz viele gegeneinander antreten. Wir sind ja dann, wenn wir bei den Olympischen Spielen, da sind ja mindestens 5 oder 6, die gleiche Liga haben, bis zu 10. Und da ist letztendlich natürlich entscheidend, wer in der Sekunde oder in der Hundertstel Sekunde das die Nerven behält. Aber ich finde so zu allem. Aber sagen Sie mal ein konkretes Beispiel, wo Sie richtig Schwein gehabt haben. Ja. Alles irgendwie, vieles. Also, wenn Sie mir kein Beispiel nennen, frage ich Sie, war es für Sie zum Beispiel ein Glück, in der DDR aufgewachsen zu sein? Ja, das auch. Also ich glaube schon, dass es war ein Glück, dass es dort dieses geförderte Sportsystem gab. Und dadurch hatte ich das Glück, meinen Traum auszuleben. Und mein Traum, der war halt mit 5,5, ich werde Eisläuferin. Ich hatte nicht den Traum, ich werde Olympiasiegerin. Das war ja so witzig. Meine Mutti meldete mich damals an und mein erster Trainer sagte, ach, lassen Sie mal da, aber eine Weltmeisterin kann ich Ihnen nicht versprechen. Vierfach. Und das war einfach, ich wollte einfach Eis
laufen. Und natürlich kommt das dann, wenn du in diesem System dann drin bist. Dann ist ja logisch, dass du Leistungssportler bist. Dann guckst du die Läufer, die vor dir sind. Dann willst du besser sein als die. Du möchtest die Medaillen. Dann kommt natürlich dieser Traum, ich will mal bei Europameisterschaften, Olympischen Spielen sein. Und logischerweise will man ganz oben stehen. Aber wissen Sie, warum ich Sie beneide? Ja. Also nicht um die Olympiamedaillen und so. Ich meine, das wäre jetzt ein bisschen größenwahnsinnig. Aber wo auch immer man etwas liest über Sie in Ihrem Buch oder wo ich was gelesen habe, ja, man merkt, egal was kam, egal was, auch wenn was peinlich war, wie die Fotos mit Honecker oder die Rolle, die Sie spielen mussten in der DDR, ob man irgendwie dann eine Niederlage einstecken musste. Sie haben immer wieder gesagt, das hake ich ab und freue mich auf das Nächste, ja, was so kommt. Wie macht man das? Ja, ich glaube einfach, ich bin extrem dankbar für all das, was ich tun durfte. Und die Fehler, die man im Leben macht, die gehören einfach zu dem gesamten Puzzle dazu. Also man lernt ja aus den Fehlern dazu. Und ich finde auch gerade in der heutigen Zeit manchmal traut man sich zu wenig zu, weil man Angst hat vor Fehlern. In der Politik vielleicht manchmal, dass man nicht das sagt, was man eigentlich wirklich denkt und was vielleicht auf den Punkt wäre und die Wahrheit ist. Und man hat Angst, dass dann die Quoten sinken und man nächstes Mal vielleicht nicht gewählt wird. Also ich glaube, da muss man auch einfach sagen können, selbst wenn es in dem Moment ein Fehler ist. Und viele Dinge, ja, das gehört einfach dazu. Sind Sie heute? Ja, kann ich Ihnen doch nicht mal jetzt ganz konkret. Also man trifft ja Entscheidungen. Jeden Tag ist eine neue Entscheidung. Und ich glaube, ich habe einfach auch Glück gehabt, dass wenn ich an der Kreuzung stehe, dann habe ich das erkannt. Da ist eine Kreuzung und ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und egal, ob ich die jetzt richtig getroffen habe, vielleicht bringt die mich ja auf einem Umweg zu der anderen Entscheidung, die irgendwann mal die richtige gewesen wäre. Aber das ist ja alles eine Summe an Dingen, die man erlebt, die dich ja auch ausmachen. Und ich finde, ich habe halt auch extrem viel Glück im Leben gehabt. Ich habe keine schlimmen Schicksalsschläge bisher erleben dürfen und habe mein ganzes Leben... Müssen. Und das weiß ich einfach und bin da sehr dankbar für all das, was ich habe. Und das heißt, 4 Wochen vor Ihrem Geburtstag, würden Sie sagen, Sie sind ein glücklicher Mensch? Ja, total. Okay. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Danke, bitte. Und, freue ich mich, wir haben gerade Bilder in Ihrem Buch uns angeschaut und jetzt gibt es noch eine Dame, die ein Bilderbuch uns mitgebracht hat. Und da sie noch nicht ganz so bekannt ist wie Katharina Witt, haben wir auch einen kleinen Film vorbereitet. Und danach werden Sie sagen, diese Liesel Steiner, die wird mir nie mehr aus dem Kopf gehen. Danke. Ich darf noch was ergänzen. Ja? Ich mache ja die Sendung schon eine ganze Weile, seit 1797. Habe sehr viele Gäste in der Maske erlebt. Und Sie sind der erste Gast, der in die Maske kommt und sagt, schönen guten Tag, mein Name ist Liesel Steiner und ich möchte, dass Sie mich alt aussehen lassen. Ja, es geht nicht anders. Man kann sich nicht jünger machen. Und ich habe am 19. November Geburtstag, dann bin ich 88 und am nächsten Tag bin ich schon 89. Ein Jahr älter und gar nichts machen, vor allem alle Freunde haben schlechte Augen und sehen nicht mehr, wie man wirklich aussieht. Was darf ich Ihnen jetzt erzählen? Was wollen Sie? Ich habe dabei. Erstmal würde ich gerne ein paar Bilder hier durchgehen, aber als Sie 40 waren, ja, da haben Sie gesagt, also bevor man das 40. Lebensjahr erreicht, ja, muss man was ganz Wichtiges anschieben, nämlich einen Liebhaber, der einen nackt fotografiert. Bei 40, nicht ja, 50. Bei 40. Ich finde, jede Frau sollte sich von einem Liebhaber fotografieren lassen. Das sind Sie, das ja? Das bin ich. Ja. Mein Popo. Warum finden Sie das? Weil ich finde, man ist dann am Höhepunkt von Schönheit, dann geht es leicht bergab. Viele Leute geht es nicht bergab, aber der Großteil
der Damen werden da nicht mehr so fotogenisch. Okay. Arne, ich habe noch 2 Monate. Ja. Judith hat noch 2 Monate Zeit, aber einen Liebhaber traue ich dir einfach nicht zu. Weiß auch nicht, wo ich den so schnell herkriege. Da habe ich einfach ein zu gutes Bild von dir. Also das war, ich gebe sehr viel Meinungen von mir aus. Ja. Finden Sie das schlimm? Gute und alles Mögliche. Mhm. Ist der Brian noch da? Leider nicht. Hat er Sie interessiert? Nein, ich wollte ihm ein Lied zum Geburtstag singen. Ach so, das können Sie aber auch so singen. Ja. Ja. Gut, darf ich? Ja, natürlich. Also erst singe ich es auf Deutsch und dann mache ich es. Aber Sie müssen mir versprechen, dass es auch aufhört, das Lied. Ja. Okay. Das ist ein Lied von der Marlene Dietrich. Oh, das ist schön, ja. Und die Zeit war halt die 20er Jahre. Double Entendre. Also es klingt so. Brian, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast die ganze Nacht. Brian, ich träum so viel von dir. Ach, bitte komm zu mir, Mittwoch um 3:30. Brian, wenn mich dein Arm umfasst, und es ist nicht der Arm, dann denke ich nur zuletzt, wenn du nur jeden Tag Geburtstag hättest. Ich würde so gerne ein bisschen reden über Ihre Fotos, die inzwischen weltberühmt sind. Sie haben Ihre Karriere... Naja, ein bisschen. Also Sie stehen auch dafür. Sie haben angefangen Ihre Karriere als Fotografin, indem Sie einen Präsidenten fotografiert haben, der inzwischen längst vergessen ist. Ich kannte ihn auch nicht, es war der argentinische Präsident, ein argentinischer Präsident aus den 50er Jahren. Er hieß Aramburu. 55. Genau. José Eugenio Aramburu, der hat eine Revolution. Darf ich sagen, wo ich herkomme? Ich wurde in Wien geboren. Im Jahre 38 hat mein Vater, meine Mutter und mich aus... Genau, das ist auch das, was wir gerade im Film gesehen haben. Ich wurde exportiert nach Argentinien. Musste ich sehr an Anatols Vater und denken. Ich habe viele Dokumentarfilme... Meine Mutter, Entschuldigung, ganz kurz, du bist goldig, Liesl. Aber meine Mutter ist 1939 in Wien geboren. Ja. Bitte? Meine Mutter ist 1939 in Wien geboren. Ja, ich bin 27 geboren. Ja, ja. You look beautiful. Also ich wurde exportiert. Ich habe dort meine Kindheit verbracht. Ich habe an vielen Dokumentarfilmen als Assistentin mitgearbeitet. Und dann im Jahre 55 war eine Revolution und der Aramburu wurde Präsident und er war ein lieber General, nicht einer der Schlechten. Und er fuhr nach Ushuaia, ganz unten, und hat gefischt. Und ich bin in einen ganz kleinen Beachcraft nachgefahren, habe die Schafe der Patagonia gezählt, bin dort angekommen, habe ihn fischend fotografiert und Time und Life haben gesagt, oh, ein General fischend. Diese Art von Präsentation kannte man nicht. Sie haben die Bilder dann eingesandt selber? War das Ihre Idee, denen das zu schicken, Time und Life? Ja. Okay. Nein, ich hatte ein Assignment. Okay. Und dann habe ich halt Fischchen fotografiert, das hat Time und Life gemacht. Aber ich bin immer ein Freelance gewesen, ganz klein und nicht die größte Fotografin je bei Life Magazine. Ich habe in einem Moment, war ich die Assistentin vom Karl Ritter. Der sich später als großer Nazi... Nein, das war in den 50er Jahren. Und der war, was passiert? Ein Propagandafilm aus der Nazi-Zeit war das, dass man damals. Kleine Sekunde, nicht erschrecken, das Mikrofon funktioniert nicht so richtig. Deswegen wechseln wir das gerade aus und plaudern derweil weiter. Sie haben gesagt, dieser Aramburu war ein relativ netter General. Ja, ein guter. Sie haben dann Jahre später. Er wurde dann ermordet. Ganz genau. Sie haben dann Jahre später ein richtiges Schwein fotografiert, nämlich den General, den Präsidenten Videla. Ja. Der auf diese wunderbare Idee kam, Oppositionelle aus dem Hubschrauber werfen zu lassen,
ins Meer. Haben Sie, wenn Sie diesen Leuten gegenüberstanden, nicht auch das Gefühl gehabt, ich will denen sagen, wie schrecklich Nein, die sind? Die sind sehr sympathisch, diese Leute, wenn sie sympathisch sein wollen. Hm. Und ich habe eine wirklich gute Art gehabt. Ich habe Diktatoren gesagt, was sie machen müssen. Steh auf, geh nach links, geh nach rechts. Ich sage Diktatoren, was sie machen müssen. Mhm. Und das war ein schrecklicher Kerl, aber zu mir war er sehr lieb. Mhm. Und der hat über 20.000 Leute ins Meer geworfen, aus Flugzeugen. Mhm. Und der liebe Papst, unser lieber Papst jetzt, der hat da ein bisschen zugesehen. Und nichts gesagt. Bergoglio, meinen Sie? Ja. Sie haben Castro getroffen, wir waren, glaube ich, auch sehr fasziniert, fotografiert. Ich glaube, wir sehen die Bilder. Das wäre ganz toll uns, wenn wir die auch im Studio sehen dürften. Liebe Regie, da sieht man ihn. Das ist, glaube ich, ein doppelt belichtetes Bild. Moment, darf ich Ihnen sagen, wie das entstanden ist? Er war in Argentinien, das ist auf der Park Avenue mit dem Khrushchev. Er kam nach Argentinien, weil er dort einen Onkel hatte. Er hat erst eine Rede gehalten, ich habe ihn bei der Rede fotografiert. Dann bin ich zu dem Haus gegangen und habe mit meiner Leica draußen fotografiert. In den 60er Jahren war alles so leicht. Man konnte überall ranzukommen. Und ich stehe da, fotografiere. Und dann bin ich in das Haus gegangen, habe den Film herausgenommen und aus Versehen denselben Film wieder reingespannt. Und da entstand dieses Bild, diese Double Exposure. Das ist ein Irrtum gewesen. Also ich habe das nicht geplant. Aber es ist eines der bekanntesten Bilder von Ihnen. Und dann haben wir am Anfang gesehen das Bild mit Beckenbauer. Ja. Wie sind Sie denn da reingekommen? Gab es da niemanden, der gesagt hat, bleib draußen mit deiner Leica? Ich war die erste Frau im Lockerroom. Ich habe alle diese nackten Männer da gesehen. Das war sehr lieb. Dann hat Angela Merkel das ihr zu verdanken, dass sie rein darf in die Kabine jetzt, ne? Bei den Fußballjungs. Ja. Ja, Liesel Steiner. Das war im Jahre 76. Oh. Eben Vorreiterin. Ja, eben. Vorreiterin. Kosmos. Ja. Ich möchte Ihnen etwas über das Sucherbuch sagen. Ja. Und zwar das heißt Lois Lammerhuber, der wunderbare Bücher macht über Frieden, die Katzen in Griechenland, Tschernobyl. Ich saß in der Blauen Bar in Wien und er hat gesagt, ich möchte gerne ein Buch machen. Und in der letzten Zeit bei mir ist immer das erste Wort aus meinem Mund ist Nein. Aber das habe ich mir dann gleich abgewöhnt und habe Ja gesagt. Und das ist halt entstanden, wird gerade publiziert. Die Ingrid Rockefeller, die bei mir aufgewachsen ist, mehr als in ihrem Haus. Die Familie kennt man. Ja, die filmt mich seit 6 Jahren. Es wird sehr interessant werden, die Ingrid und die Vivian Winter aus Hollywood. Es wird interessant werden, weil ich in den 6 Jahren natürlich gealtert bin. Es geht bergab. Und das machen wir jetzt weiter in Wien. Und dann war ich gerade in Buenos Aires und ein Professor bei der Grafischen in Wien, Clement, der war mit und wir haben da wunderbare Sachen gemacht. Wir haben es auch gerade gesehen, das Buch. Darf ich Sie und noch zwei Dinge fragen, die mir wirklich auf der Seele brennen? Mein Lieblingsbild aus diesem Buch ist dieser Herr hier, Louis Armstrong, der berühmte Sänger. Der guckt so putzig hier. So habe ich er wollte nie gesehen. Mit mir schlafen, aber ich habe Nein gesagt. Unmittelbar danach. Ich war von einem wunderbaren Fotografen in Kanada. Der hieß, also der hat den Churchill fotografiert mit Zigarre. Und der hat auf einmal gesagt, wie heißt er? Er hat gesagt, die Zigarre rausnehmen. Und der Churchill hat gesagt, was? Sie sagen mir, dass ich meine Zigarre rausnehmen, wegnehmen soll. Und genau so war das Bild. Er hat gesagt, ich möchte gerne mit dir ein Spusi haben. Er wirkt etwas bedrückt. Und ich habe Nein gesagt. Mhm. Und das war irgendwie derselbe Ausdruck wie Kasch von Ottawa. Der war der Fotograf. Dieses Churchill-Bild ist. Können Sie Menschen, die älter werden, ja.
einen Tipp geben, wie man auf so eine gute Art und Weise wie Sie alt wird? Was? Das letzte Wort? Wie wird man alt und bewahrt sich die Lebendigkeit, die Sie haben? Haben Sie einen Tipp fürs Älterwerden? Humor. Es gibt drei Sachen. Eines davon ist Humor. Alle offen sein. Hm. Ich denke an, ich bin ein Autodidakt. Mhm. Ich richte mich nach Juan Gris, war ein Maler. Der hat 9 Franken für ein Porträt bekommen. Jetzt ist es 27 Millionen. Mhm. Und der hat gesagt, Improvisation die letzte Freiheit. Mhm. Und wenn man das so macht und keine Sorgen hat, dass das schief gehen könnte, man muss irgendwie offen sein und nicht, ich finde jeden Menschen, den ich treffe, der spricht sofort vom Wetter. Mhm. Ich war am Amazonas und da gehen die Leute nicht zum Supermarkt, um Batterien zu kaufen. Dass der Sturm kommt, der Sturm ist hier, 10 Minuten, 2 Stunden, ein Tag und dann geht er weiter. Und alle Leute heutzutage sind so kurz angebunden und ganz schnell alles. Die ganzen Sachen auf der Television sind so 1,5 Sekunden und dann lachen alle wie verrückt, wie Hyänen. Alles ist verloren gegangen. Ruhe, Humor und dann ist noch eine dritte Sache. Genau, auf die habe ich gewartet. Ja. Die ist? Ja. Die dritte Sache? Ja, die ist mir gerade entfallen. Sollte sie ihm noch einfallen, wir tragen das nach. Ja? Und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schön, dass wir uns spät, aber immerhin begegnet sind. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja? Gespräch gerne anfangen, indem ich Ihnen ein Bild zeige, was Liesel Steiner gerade während der Sendung von Ihnen gezeichnet hat. Denn sie hat ja die ganze Zeit so ein bisschen skizziert. Ich finde, das ist sehr gut getroffen. Super. Vor allem der Bar, das ist sehr beeindruckend. Oder? Super. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass auf dem T-Shirt hier auch Badass draufsteht. Sehr schön. Warum werfen Sie mit Autos? Wahrscheinlich sagen Sie jetzt, weil ich es kann, ne? Oder? Ja, das wäre auch eine Antwort. Nein, es ist halt eben Teil dieser Sportart, die ich mache. Also der Strongman ist eben eine Sportart, die sich in den 70er Jahren so aus einer Fernsehshow heraus entwickelt hat. Und da ging es darum, verschiedene Kraftsportler, also sowas wie also seriöse Kraftsportler, also Gewichtheber, Ringer auch, also alle möglichen Sportler, die sich selbst eben als stark sozusagen auch propagiert werden, diese Leute zusammenzubringen und zu gucken, wer ist von denen eigentlich der Stärkste. Sind die Ringer stark, sind die Bodybuilder stark, die Powerlifter oder doch die Gewichtheber? Und damit man das eben miteinander vergleichen konnte, musste man einfach komplett neue Disziplinen entwickeln. Und so kam es dann zu diesen verrückten Sachen wie LKW ziehen und Baumstämme stemmen und Autos wenden und solche Geschichten. Man fragt sich so ein bisschen, wo kann man das dann trainieren? Also es ist mir klar, ein Gewichtheber geht ins Fitnessstudio, hebt Gewichte, aber Sie werfen mit Waschmaschinen. Wo, mit welchem Modell und wann üben Sie das? Nein, also sowas, diese Geschichte mit den Waschmaschinen ist jetzt nicht so ein Klassiker. Also das muss man nicht unbedingt, man hat jetzt nicht irgendwie so einen Riesenverschleiß an weißer Ware oder sowas. Gut, das klingt jetzt zweideutig. Nein. So, weiße Ware nennt man Haushaltsgeräte. Ja, genau. Das hat auch niemand verstanden. Man ist natürlich versucht, Herrn Lauterbach zu fragen, ob das gesund ist, was der da macht. Also in der Kombination mit der Ernährung, ja. Aber wenn du die 6000 Kalorien durch Fleisch reinziehen müsste, dann wäre es extrem ungesund. Von daher, ja. Das ist tatsächlich auch ein Riesenproblem. Also wir haben eine relativ hohe Sterblichkeitsrate auch einfach bei Kraftsportlern. Und zwar egal, in welchem Bereich die das machen. Man muss sich einfach Folgendes vor Augen führen. Ich selber habe jetzt auch 50 Kilo Übergewicht. Und Übergewicht heißt in dem Fall jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt nur fett bin. Aber ich habe ja auch die Muskulatur, die ich habe, die wiegt ja auch was. Ich dachte, das ist nur Muskulatur, ehrlich gesagt. Na, das ist nicht nur Muskulatur. aber das Wichtige daran ist eben, das kommt nicht darauf an, weil das Problem ist ganz einfach, auch wenn Sie Unmengen von Muskulatur haben, die muss mit Blut versorgt werden.
Das heißt, ihr Herz ist die ganze Zeit am Arbeiten und am Schuften, um das alles mit Blut zu versorgen. Und das kann das fürs Herz unter Umständen sogar schlimmer sein, als wenn sie einfach tote Masse in Form von Fett. Haben Sie da keinen Waschbrettbauch drunter? Das sage ich nicht. Doch, drunter schon. Genau, drunter schon. Irgendwo ist da eins. Ich hätte gedacht, dass das jetzt, aber ich habe vorhin mal den Bizeps gesehen. Können Sie den vielleicht nochmal anspannen für uns? Nein, also, ja. Ja, das ist ja offensichtlich ein Muskel. Ne? Ja, nur kommt es ja bei uns nicht darauf an. Bei uns geht es ja nicht um die Optik. Das heißt, ich muss nicht irgendwie gut aussehen oder sonst was. Ich muss Leistung bringen. Stimmt, aber ich meine, dürfen wir das noch mal einmal vertiefen? Weil, Katharina, stimmt ja die Geschichte, dass Ihnen Ihr Vater, als Sie klein waren, erst mal morgens um 7 Steak gebraten hat? Nein. Ja. Ach so. Das stimmt. Ja, das stimmt, weil das war natürlich früher, das ist ja jetzt auch 40 Jahre her, ne? Also 40, 45 Jahre. Und da hat man ja nicht die Erkenntnis gehabt, wie das heute der Fall ist. Und dann hat er mir wirklich früh morgens als erstes um 7 ein Steak gemacht. Und ich habe das auch gegessen, weil ich gedacht habe, ich brauche Kraft für den Tag. Ist natürlich heute ernährungstechnisch wäre das jetzt falsch und ich würde jetzt auch kein Steak mehr da früh schaffen. Da war ich 8, 9. Man setzt ja als Sportler auf tierisches Eiweiß, ne? Daher ja, kommt das mit dem Steak. Das Eiweiß und das war damals hat man gedacht, das ist gesund, das ist gut und das dann wurde das so gemacht. Ja, aber wie ersetzen Sie denn dann dieses tierische Eiweiß? Wir haben vorhin schon gehört, Sie sind Veganer, erst Vegetarier, genau. Jetzt Veganer. Sie nehmen also überhaupt kein tierisches Eiweiß zu sich, keine Milch, kein nichts, keine Eier. Wie kommen Sie da auf diese, ich glaube, es waren 5000 Kalorien pro Tag, ja, ne? Es ist eigentlich ganz einfach. Der Denkfehler, den man macht, ist ja, dass man, wenn man hört vegane Ernährung, dass man, also, dann hat man natürlich das im Kopf, okay, das heißt, der isst nur Pflanzen. Und Pflanzen assoziieren wir mit Grün. Das heißt, wir denken sofort an Salat und an Gemüse. Und würde ich den ganzen Tag Salat und Gemüse essen, dann würde ich jetzt auch nicht so aussehen. Das mache ich aber nicht. Das heißt, ich esse letzten Endes genauso kaloriendicht. Also ich esse Sachen, die eben hohen Kaloriengehalt haben. Nicht? Nehmen Sie mal, was das ist. Naja, nehmen Sie einfach mal als Beispiel die Erdnuss. Wenn Sie, das ist eine Hülsenfrucht. Okay. Und wenn Sie Erdnüsse sich angucken, dann haben Sie pro 100 Gramm 25 Gramm Eiweiß. Aber wie viele Erdnüsse muss man essen? Kommen die nein, aus den Ohren raus? Das war ein Beispiel. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag Erdnüsse esse. Aber hätte Avocado zum Beispiel oder so. Aber stimmt, also die Proteinzusammensetzung von Nüssen ist extrem gut auch noch. Also es sind gut verwertbare und sehr, also gerade für Sportler. Sportler müssen viel mehr Nüsse essen. Na und vor allen Dingen eben, wenn Sie sich auch die Quantität angucken. Also diese 25 Gramm pro 100 Gramm sind anteilsmäßig mehr, als Sie in einem Steak finden. Das und das Problem ist eben einfach nur, dass wir kulturell, weil wir einfach Rocky irgendwie rohe Eier schlucken gesehen haben als Kind, denken wir alle, dass das muss was mit Tieren zu tun haben, damit das funktioniert. Aber das ist eine kulturell vermittelte Sache. Also ich muss meinem Körper die Nährstoffe geben, die er braucht, aber dafür muss ich eben nicht auf diese kulturell einprogrammierten Sachen zurückgreifen. Ich muss keine rohen Eier trinken, ich muss auch kein Steak essen oder sonst irgendwas, sondern das geht eben, wie gesagt, pflanzlich. Haben Sie denn, was glauben Sie, haben Sie Vorteile oder Nachteile? Angelo Kelly ist verstummt. Nein, ich habe mein Schwager ist vegan und deswegen kriege ich das auch mit und er ist auch, er treibt viel Sport und meine Frau war jahrelang auch Vegetarierin und aber sie isst mittlerweile wieder Steak oder ab und zu mal. Sie hat, ich glaube, 7 Jahre lang kein Fleisch gegessen. Und aber aus gesundheitlichen Gründen, nicht wegen Tieren. Und hat aber bei der letzten Schwangerschaft das starke Gefühl gehabt, sie braucht ein Stück Fleisch. Und das hat sie gemacht. Es hat ihr Eisenwert auch verbessert und sie fühlte sich gesünder. Und jetzt isst sie so ab und zu mal ein Stück Fleisch. Ich muss dazu noch was sagen, weil ich selbst war auch 6 Jahre lang Vegetarier und das mit dem Eisen ist tatsächlich so eine etwas problematische Angelegenheit. Wenn du Vegetarier bist und relativ viele Milchprodukte zu dir nimmst, und das war bei mir zum Beispiel der Fall, ich habe wirklich sehr viel Milchprodukte konsumiert, weil das meine Haupteinnahmequelle, weil das meine Hauptproteinquelle war als Vegetarier. Da war das so, durch diese großen Mengen Milchprodukte habe ich meine Eisenaufnahme total blockiert. Und ich habe als Vegetarier durchgängig sozusagen Probleme mit Eisen gehabt, dass ich das zu wenig gekriegt habe. Das Lustige ist, wenn wir eben einen Mangel haben, dann denken wir immer instinktiv sofort, okay, dann muss ich irgendwas essen, um das auszugleichen. Als ich vegan geworden bin, ist das komplett weggegangen. Einfach weil die Milchprodukte weggefallen sind und dann das Eisen vom Körper auch aufgenommen wurde. Aber das mit den Milchprodukten, das haben wir bei uns in der Familie, also meine Frau, ich und die Kinder, schon seit fast 10 Jahren
fast gar keine Milchprodukte. Und das bringt viel. Also man hat, ist weniger krank und hat weniger Allergien und, und. Also das hilft definitiv. Absolut. Ja. Hilft es denn, vegan zu sein in dem Sport, den Sie machen? Also haben Sie Vorteile dadurch anderen Kraftsportlern gegenüber und Strongmen gegenüber? Also mir hat es auf jeden Fall geholfen. Ich kann natürlich nicht generalisieren. Aber es ist schon so, dass ich, nachdem ich vegan geworden bin, mich dann auch tiefer mit der Materie beschäftigt habe, nachdem ich gemerkt habe, dass viele Sachen eben plötzlich besser liefen, was ich nicht erwartet hatte, habe ich mich da so ein bisschen auch noch weiter reingelesen. Und ein Schlüsselfaktor ist einfach, dass Sie bei tierischen Proteinen, und zwar egal, ob es aus Fleisch, Eiern oder Milchprodukten kommt, einen hohen Anteil an schwefelhaltigen Aminosäuren haben. Und diese schwefelhaltigen Aminosäuren übersäuern den Körper stark. Das heißt, ich bin auch als Vegetarier immer noch stark übersäuert gewesen. Und wenn Sie das loswerden, also bei mir war das jetzt, das oberflächliche Symptom war eben Sodbrennen einfach. Und das ist dann nachher komplett weg gewesen. Aber das ist nur das, was Sie an der Oberfläche merken. Das, was weiter unten sitzt, ist, wenn Sie übersäuert sind, dann erholen Sie sich langsamer. Dann haben Sie weniger Kraftausdauer zum Beispiel. Das heißt also, Ihr kompletter Stoffwechsel ist nicht so effektiv, ja, nicht so effizient, wie wenn Sie eben, wenn Ihr Körper nicht ständig gegen Säure ankämpfen muss. Und das ist ein Riesenfaktor. Das heißt also, mir hat das letztendlich von der Leistung her was gebracht und vor allen Dingen eben auch gesundheitlich was gebracht. Ich habe weniger Schmerzen, weil entzündliche Prozesse besser geworden sind. Was heißt denn weniger Schmerzen? Also hat man, ich stelle mir ja Ihr Leben vor, dass man eigentlich immer Muskelkater hat, ne? So ähnlich ist das. Also das Problem beim Strongman ist eben, dass wir machen ja wirklich knochenbrecheres Zeug. Also ich habe einen Weltrekord zum Beispiel, den ich jetzt vor ein paar Wochen verbessert habe. Da trage ich 560 Kilo an Metall auf meinem Rücken durch die Gegend. Das haben wir vorhin, glaube ich, auch einmal kurz gesehen, ne? Was Sie so hinten. Das war das mit den Dixie-Klos. Nur die Dixie-Klos waren nicht so schwer. Das war bei einem normalen Wettkampf. Da hatten wir 360 Kilo drauf. Genau, das ist jetzt das Bild, was wir da gerade sehen. Und da sind 600 Kilo auf dem Gestell. Boah. Und wenn man 600 Kilo auf dem Nacken hat und damit rumläuft... Wie lange laufen Sie damit? Wie viele Meter? Na, das Stunden sind, oder? 10 Meter. Und in dem Fall ist es einfach so, die Belastung ist enorm auf dem passiven Bewegungsapparat. Also es ist nicht wie beim Bodybuilder, dass wir einfach irgendwie riesige Muskeln aufbauen und dann ist alles gut, sondern die Muskulatur ist nur ein Faktor. Ihre Sehnen, Bänder und Knochen müssen das einfach aushalten. Also sprich, wenn man einfach nur Muskeln hat, dann bricht man sich unter Umständen einfach ein Bein, wenn man einen Schritt macht mit 600 Kilo. Das heißt, man muss auch die Knochenstruktur dafür haben. Da kommt mir natürlich zugute, dass ich nicht so riesengroß bin und ein kurzer Ast. Guck mal, noch ein Vorteil für kleine Menschen. Ja, nur Vorteil. Besser. Ja. 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 Immer besser. Also jemand wie ich, den merkt er gar nicht, wenn er den hochhebt, glaube ich. Wahrscheinlich. Ja, wirklich. Ja. Sie merken es. Ich merke es natürlich. Aber ich würde gerne jetzt mal was sehen, und zwar nicht nur auf Fotos. Wir haben da mal was vorbereitet. Okay. Und da würde ich eigentlich gerne Professor Lauterbach mitnehmen, weil wir dabei dann... Als betreuenden Arzt. Oder? Als betreuenden Arzt. Wobei Sie sind Epidemiologe. Ne? Epidemiologe. Das ist ja nicht ansteckend, was er macht, ne? Aber nee, Sie können trotzdem helfen. Aber das ist ja für die... Aber nee, wenn was passiert, helfe ich gerne. Natürlich. Los. Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, dass dieser Reifen zum Einsatz kommt. Der Reifen wiegt, ich habe mich erkundigt, 200 Kilo. Ich habe auch gefragt, woher habt ihr den? Und die Redaktion hat gesagt, ach, die liegen hier so rum auf dem Land. Also ich glaube, unser Redaktionsleiter hat ihn irgendwo geklaut, aber ich will es nicht beschwören. So, das versuchen wir jetzt mal, wir beide. Zu zweit. Hochzuheben, zu zweit, ja. Das ist der sogenannte Wheel Flip. Das schafft Patrick, glaube ich, mehrfach. Okay, dann machen wir mal? Welche Technik? Sie nicht, ne? Nee, wir beide hier. Achso, ich soll nichts erklären. Nee, jetzt einen Moment. Also dann noch, tut euch bitte nicht weh. Heben wir an. Eins, zwei. Und los. Ah, vorsichtig. Nicht loslassen. Jetzt nicht loslassen. Bravo! Wir haben es aber immerhin 10 cm geschafft zu zweit. Trotz weißem Bock. Sah aber gut aus dafür. Ich meine, Patrick, wir wollten ihn nicht deklassieren. Nee, genau. Sie machen aber auch Kampfsport, ne? Ich wollte ihn nicht deklassieren, ist also, gut. Ich habe schon, erzählen Sie das nur im Bundestag, damit keiner reinquatscht, dass Sie Kampfsport machen. Nein. Zur Not könnte ich klarkommen. Aber okay, wunderbar. Dann Patrick jetzt Okay. Profi. Ja, genau. Wir machen das ja beim Wettkampf halt dann natürlich über eine längere Strecke dann mehrmals und so weiter. Ja. Aber jetzt hier im Studium würde ich sagen einfach... Das bringt euch in Sicherheit, ne? Ja. Der stärkt
Toll. Ja, wir können das nicht toppen, das war's. Aber der ist halt auch relativ leicht eigentlich für mich. Wir haben beim Wettkampf wesentlich schwerere Reifen und dadurch, das war jetzt... Okay, also, komm, letzte Frage. Wie oft schaffen Sie das, wenn Sie im Wettkampf sind, den umzudrehen? So oft Sie wollen. So oft ich will. Da gibt es auch eine biologische Grenze, nein, oder? Also, das ist ein relativ leichter Reifen. Beim Wettkampf machen wir das normalerweise so um die 8 Mal, aber dann gegen die Uhr. Also es geht nicht darum, dass man es schafft, sondern es geht darum, wer ist der Schnellste. Auch das noch. Okay, also ich bin beeindruckt. Ich weiß nicht, ob Sie auch beeindruckt sind. Auf jeden Fall ist es der stärkste Gedanke. Zu Beginn der Sendung gesagt, wir haben Bilder von Johannes Bekerner, die noch nie gezeigt worden sind, die er möglicherweise selber gar nicht kennt. Ja. Und ich glaube, Millionen Zuschauer warten jetzt auf die Auflösung. Ja. Und also ich zumindest, ja. Also diese Bilder werden wir jetzt sehen. Ich glaube, wir müssen sie mehrmals und dann in Slow Motion, aber ich glaube, wir kommen dann voran. Ja? Okay. Also bitte, Film ab. Wenn es ein bisschen zu schnell geht, sage ich, achten Sie noch mal auf den jungen, blonden Engel mit der Zigarette im Mund. So Alain Delon-mäßig. Bitte noch mal. So, Janis. Und jetzt erklären Sie mal, Katharina Witt, was da passiert ist. Das kann ich in wenigen Sätzen. Ja. Ja. Ehrlich gesagt, diese Bilder habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Oh. Ich freue mich sehr, das sehen zu können. Ich kenne aber die Geschichte dazu. Ja, ich habe sie nie erzählt, weil ich immer gedacht habe, man behält sich bestimmte kleine Geschichten einfach für sich. Mhm. Und ich bin am 5. Jahrestag und am 10. Jahrestag des Mauerfalls und am 20. und am 25. und so wird man immer mal gefragt, ein Fragebogen und so weiter. Und ich habe nie bei sowas mitgemacht. Aber tatsächlich ist die Geschichte des 9. November 1989. 26 Jahre her? Ich war ein junger Reporter beim Sender Freies Berlin, der heute im RBB mit aufgegangen ist. Und wir waren mit Kollegen abends Fußball gucken, das war ein Donnerstagabend und es war, heute heißt es Europa League, damals UEFA-Pokal. Und dann wussten wir auch nicht so, was wir noch machen sollen, haben wir noch ein Billard gespielt in der Kneipe. Und irgendwie war das ja auch virulent, so da war mit der Mauer und so, aber so richtig mitbekommen hatten wir es auch abends um 10 noch nicht. Wir hatten Fußball geguckt und waren ansonsten in der Kneipe. Und dann haben wir gesagt, gehen wir ins Bett oder gucken wir noch mal ein bisschen. Haben wir einen Taxifahrer angehalten. Und dann hat der Taxifahrer, glaube ich, auf unsere Frage, ob denn irgendwie was wäre, gesagt, sag mal, seid ihr völlig weich? Also alle gar nichts mitbekommen. Die hatten Funk. Also eine Zeit vor Handys, vor diesen modernen Kommunikationsmitteln. Dann sind wir in das Taxi eingestiegen, wollten zum Brandenburger Tor fahren, sind noch bis zur Siegessäule gekommen. Da war schon Vollalarm. Dann sind wir zu Fuß, lass es 600, 700 Meter sein, vor zum Brandenburger Tor. Dort, die das damals mal gesehen haben, war das ja so, dass die Mauer nicht einfach nur so dünn war und dann mit diesem runden Überbau, sondern die war sehr tief. Man konnte auf der Mauer gehen. War aus der Erinnerung, würde ich sagen, mindestens 2 Meter tief. Dann sind wir von der Westseite hochgeklettert auf die Mauer. Sicherlich nicht als die Ersten, aber wir standen mit ganz vielen Menschen dann eben drauf auf dieser Mauer. Und das Brandenburger Tor war bewacht ich kenne mich mit Uniformen nicht so aus, ob das jetzt NVA war oder Volkspolizei, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall uniformierte Sicherheitskräfte. Was machen Sie da unten? Was haben Sie da unten? Naja, ich war dann schon auf der Ostseite. Also ich bin, ich stehe dann schon auf der Ostseite. Du bist in die andere Richtung geflüchtet. Naja, Katharina, das war für uns natürlich auch interessant. Die andere Richtung war für uns ja auch nicht ganz so unerreichbar wie vorher. Hatten Sie nicht Angst da plötzlich? Ja, total. Ich weiß das noch wie heute. Eine Frau ist als Erste rüber und dann haben die von der Mauer, die wir oben standen, immer noch gerufen, lass das, mach das nicht runter und riskiert nichts und keine Provokation und so, das war die Atmosphäre. Aber sie ging hin zu diesen, ich sag jetzt mal Volkspolizisten, bin gar nicht sicher, und die standen wirklich eng beieinander, direkt vorm Brandenburger Tor, und dann hat sie kurz mit denen geredet und dann haben die Platz gemacht und dann ist sie durchgegangen. Und das war für uns natürlich wie das Signal, dass wir alle dürfen.
Nochmal, ich gehörte nicht zu den ersten 10, aber vielleicht zu den ersten 50 oder 100. Zwei, in diesem Zusammenhang zwei wichtige Fragen. Die erste ist, wie lange haben Sie noch weiter geraucht? Ja, das kann ich auch genau sagen, bis zum 30. Oktober 1995. Das war ein Montag und da habe ich aufgehört. Okay. Dann ist der Schaden jetzt weg. Dankeschön. Danke. Lauterbach ist zufrieden. Gott sei Dank. Und das Zweite ist, wo endete dieser Abend dann? Ja, er ging noch ein bisschen weiter. Wir haben schon so viele interessante Geschichten gehört heute Abend, eigentlich reicht es doch schon. Aber ich war mit einer Reihe von Kollegen, die Dame, der ich da runterhelfe, ist Christel Keller, die damalige Kultursekretärin, Sekretärin der Kulturredaktion. Es war eine Reihe von SFB-Kollegen mit dabei, die das auch alle wissen. Den alle Zweig vernachlässigen wir jetzt. Ganz genau. Und gehen direkt durchs Tor, also durchs Brandenburger Tor, unter den Linden entlang, links in die Friedrichstraße, ein Bier getrunken im Hotel Metropol, das ist heute das Maritim Pro Arte. Das war damals ein Hotel, in dem, ich sag, etwas leichtere DDR-Damen mit Westkundschaft Bier tranken und dergleichen mehr. Und da haben wir einen Radeberger Pilsener für 6,15 Mark getrunken. Und dann sind wir weiter die Friedrichstraße, dann Invalidenstraße und sind Invalidenstraße zurück. Also so, da war ja dann schon Remi-Demi an der Grenze. Und dann haben wir sozusagen, war für uns die glückliche Fügung, dass ja viele DDR-Bürgerinnen und Bürger... Wo endete die Geschichte? Das ist die Gefahr, wenn man eine Frage stellt, dass man auf eine Antwort kommt. Aber ich erinnere mich gut, wie Sie zugespitzt haben. Ich muss mich entschuldigen, aber es ist nun mal so. Auf jeden Fall sind wir dann mit einem Wartburg, weil ein junges DDR-Paar, die sich im Westen nicht auskamen, zum Kudamm wollten, haben wir gesagt, den Weg kennen wir, sind zu dritt auf die Rückbank rüber zum Kurfürstendamm. Und dann endete sie in einem Restaurant, das heißt Terzo Mondo. Das wird betrieben von diesem Wirt, der auch in der Lindenstraße hin und wieder eine Rolle gespielt hat. Dort einen griechischen Wirt, glaube ich, spielt. In der Grollmannstraße, in der Seitenstraße vom Kurfürstendamm. Und möglicherweise möchte darauf hinaus, was dort passiert ist. Weil dann sozusagen für mich in dieser Nacht, in der ich glaubte, schon alles und Geschichte live erlebt zu haben, noch etwas passierte. An einem der Tische saß Manfred Krug mit Freunden. Man wird sich erinnern, dass er Mitte der 70er Jahre aus der DDR gegangen worden ist, wie auch immer. Und es kommt herein, schon nachts um 1 oder 1:30 oder so, Stefan Heim. Oh, der ihm ein bisschen Dreck nachgeworfen hat. Also das würde man salopp sagen, der ihm damals, als er raus ist aus der DDR, ein bisschen Dreck hinterhergeworfen hat, ein großer Intellektueller der DDR, Schriftsteller Stefan Heim. Und es war in dem Restaurant sofort klar, was das bedeutet. Da ist Manfred Krug, der war im Westen rüber, und Stefan Heim, der sozusagen in dieser Nacht dann auf ihn traf. Und es war mucksmäuschenstill. Und es dauerte Minuten, für mich sogar länger als Minuten, aber lass es nur Minuten gewesen sein. Und dann steht Stefan Heim auf und geht zu Manfred Krug an den Tisch und gibt ihm die Hand. Ich konnte nicht hören, was er sagt, aber hat mit ihm gesprochen. Wir haben das so interpretiert, als habe er ihm, ich sage mal, die Hand gereicht. Mhm. Ja? Zumindest als Geste. Und es brandete Applaus auf in dem Restaurant. Und jeder hatte das Gefühl, dass er neben dem, was wir alle in der Nacht sowieso schon erlebt hatten, noch an einer ganz besonderen Situation teilhaben durfte. Wissen Sie was? Wenn ich Johannes B. Kerner wäre, würde ich Sie fragen, sind Sie jetzt gerade gerührt? Nein, ich habe die Geschichte im privaten Kreis schon mal erzählt, nicht gerührt, aber ich empfinde es als großes Glück, dass ich das erlebe. Ich habe sie heute Abend. Ich habe sie heute Abend zweimal sehr bewegt gesehen, jetzt und davor, als Angelo Kelly gesprochen hat. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht warum, aber ich kann sagen, ich habe aufmerksam zugehört und kann der Redaktion ein Kompliment machen. Die Zusammensetzung der Geschichten, die ich bisher gehört habe, hat mich total begeistert. Es hat mich richtig gefreut, das alles zu hören. Danke, Johannes. Ja. Danke für ein Beispiel, was meinen Sie genau? Als Angelo von seiner Mama erzählt hat. Ja. Ja, das ist ja auch eine wirklich bewegende Geschichte gewesen. Du, aber die Geschichte mit der Mauer und der DDR ist auch etwas, was mein Leben begleitet hat. Mhm. Meine Frau lebte in der DDR, und wäre die Mauer nicht runtergekommen und wäre die Sowjetunion Sozialismus zerfallen, würde ich heute nicht meine Familie haben. Und stimmt. Gott sei Dank. Mhm. Großes Glück. Katharina. Wenn Sie mir vielleicht versprechen, dass die Geschichte, die wunderbar war, nicht ganz so lang ist, können Sie kurz erzählen, wo Sie am 9. November waren? Ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich in Sevilla und habe damals den Film Carmen on Ice gedreht, was natürlich schon eine Art privilegierte Situation gewesen ist, aber man hatte mir die Genehmigung erteilt, dass ich das machen darf, und wir drehten
nachts und dann kam auch der Produzent irgendwie ans Set, weil es war so eine Nachtszene, irgendwann um 4 um 5 kommt der, sagt, die Mauer ist gerade gefallen und wir so, wie was? Und also noch mitten im Dreh. Und am liebsten hätte ich auch tatsächlich meine Sachen gepackt und wäre irgendwie nach Berlin geflogen und hätte das gern miterlebt. Aber Film, da sind ja 200, 250 Leute am Set, die kannst du ja nicht alle stehen. Sie waren weit weg, sie waren weit weg. Aber ich habe das natürlich alles am 9. November 1989 waren wir hier vom Radio Bremen-Team in Bremen und haben die Sendung vorbereitet vom nächsten Tag. Mhm. Und im Studio nebenan hat geprobt ihr damals bekanntester Moderator, Wolfgang Lippert. Mhm. Und der war später als wir fertig. Und dann habe ich ihm einen Zettel geschrieben und an der Theke vom Hotel hinterlassen. Wolfgang, die Mauer ist auf. Und den Zettel bewahrt er bis heute auch. Das war ein ganz schönes Ding. Johannes, es gibt übrigens ein tolles, weiß nicht, ob Sie das wissen. Es ist nicht in diesem Buch drin, aber wir haben es ausfindig gemacht. Es gibt eine tolle Begegnung, ich glaube, von 1988 zwischen Ihnen und Katharina Witt. Ich kann mich daran erinnern, Katharina möglicherweise nicht. Schauen Sie, da sieht man es. Ich kann mich erinnern, dadurch, dass wir mal gemeinsam drüber gesprochen haben. Katharina ist die Frau rechts. Katharina stellte im Kaufhaus des Westens ein Bildband vor. Und ich war als vergleichsweise junger Reporter für meinen Sender durch und habe mich einfach quer auf den Tisch gelegt, weil ich dachte, dann gibt es am besten Interviews. Okay. Dann machen wir jetzt einen großen historischen Sprung. 2004 gab es ein epochales Ereignis im deutschen Fernsehen, nämlich die Gründung Ihrer Kochsendung. Ja. Warum ist die eigentlich entstanden? Stimmt das, dass es ein reiner Zufall war, eine Panne? Ja. Eine Panne, ein absoluter Zufall. Ja. Wir hatten eine Sendung geplant mit dem Cast, also den Schauspielerinnen und Schauspielern von Oceans, lass mich sagen 11 oder 12, ich bin nicht ganz sicher, zugesagt hatten George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, um nur einige zu nennen. Bedauerlicherweise bekam George Clooney Rücken, Brad Pitt adoptierte vermutlich ein Kind, Julia Roberts war unpässlich und Matt Damon alleine war mir noch nicht bekannt genug. So, und dann haben wir gesagt, was eine blöde Situation. Und wir wollten wirklich mit denen eine Sendung machen. Und hatten aber Köche eingeladen, weil wir mit der Redaktion gedacht hatten, lass uns doch mal mit Köchen reden, mit diesen ganzen Fernsehköchen, darüber reden, wie das ist, wie schafft man Weihnachten ohne Stress zu kriegen. Also so kochen und essen und lecker, aber kein Streit in der Familie. Und, und dann haben wir gesagt, wenn die schon alle da sitzen und wir machen diese Sendung, dann bleiben die alle einen Tag länger, wir fragen, ob das geht und kochen einfach das Ganze, was die am Tag vorher erzählt haben. Und dann haben wir wirklich über Nacht, also nicht ich, sondern wirklich tolle Leute bei der Produktion, da praktisch ein Kochstudio aufgebaut. Und dann habe ich in meinem Leichtsinn gesagt, wenn Sie Lust haben, das nachzukochen, was die hier gemacht haben, schicken Sie einen Fax oder schicken Sie einen Brief, schreiben Sie ans ZDF und dann schicken wir Ihnen die Rezepte. Wie viele Briefe kann? Ja, kann ich sagen. Also über 20.000. Und ich weiß, wenn Menschen immer sagen, es kam waschkörbeweise Post, kann ich sagen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie klein Waschkörbe sein können. Aber in dem Fall ist es auch das einzige Mal in meinem ganzen Berufsleben gewesen, über 20.000 Briefe. Es ist Wahnsinn. Wir haben alleine fast 2.000 Briefe bekommen, dass Leute sich beschwert haben, dass sie geschrieben haben und die Rezepte noch nicht da sind. Also ein völlig gaga. Und diese Show war auch ein bisschen Anarchie. Und das haben Sie nie wieder gesagt, ne? Bitte? Nein. Aber es war ein bisschen Anarchie. Aber Sie wollen jetzt ein Revival. Sie gehen... Ja. Also sagen wir mal, wir machen zwei große Veranstaltungen, in denen wir das ganze Anarchistische, was ist in der Sendung drin war, nochmal aufleben lassen. Okay. Nämlich in der Barclaycard Arena in Hamburg und in der Festhalle in Frankfurt machen wir zweimal die größte Kochshow Deutschlands. Alle Köche mit dabei, Johann Lafer und Alfons Schubeck und Alexander Herrmann, Cornelia Poletto und wie die alle heißen. Also wirklich, Cornelia Kloberg ich und so weiter. Frage. Also eine riesen Party, die wir da zelebrieren werden. Und ich stelle Ihnen noch eine Frage, da haben Sie eine einmalige Chance, ganz schnell wieder rauszukommen aus der Nummer. Sie als absoluter Fußballexperte, hätten Sie sich den DFB-Skandal vorstellen können vorher? Nicht in der Form. Niemals. Und nicht in der Form. Und glauben Sie, dass die Weltmeisterschaft 2006 gekauft worden ist? Nein. Das glauben Sie nicht? Ich glaube es nicht, aber von dem Glauben ist auch viel Hoffnung. Und hat es Sie überrascht, dass Günter Netzer heute gesagt hat, jawohl, ich habe diesen Deal mit den 6,7 Millionen von Dreyfus vermittelt?
Also, sag mal, dass das die handelnden Personen waren damals, das war mir nicht unbekannt. Und dass es Verbindungen zwischen Günter Netzer und Robert Louis Dreyfus gab, das habe ich wohl gewusst. Ich bin aber in keinem Detail informiert. Ich kann mich nur auf das verlassen, was ich dort lese, sehe und höre. Ich bin häufig erstaunt. Ich kann ehrlich gesagt nur hoffen, dass das alles aufgeklärt wird. Und das ist richtig, dass das jetzt extern und sehr gründlich aufgeklärt wird. Tut Ihnen Wolfgang Niersbach in diesen Tagen leid? Ich habe sehr viel übrig für Wolfgang Niersbach. Er ist ein Journalistenkollege und ich kenne ihn seit Jahrzehnten. Und ich hab was für ihn übrig. Ich mag ihn gerne leiden. Ich oute mich und sage das. Ich hab einfach was für diesen Menschen übrig. Er ist für mich authentisch. Ich weiß nicht, ob er alles richtig gemacht hat. Das zu bewerten ist auch nicht meine Aufgabe. Aber es hält mich nicht davon ab, dass ich etwas für ihn übrig habe. Super. Okay. Judith, so ein Mist, die Sendung ist vorbei. Wahnsinn, wir könnten noch Stunden weiterreden. Vielen, vielen Dank Ihnen. Sie waren ganz großartige Gäste. Ja, danke Ihnen sehr. Vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Da ist meine Kamera. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Und wir hoffen, dass wir uns wiedersehen am 4. Dezember, zwei Tage vor Nikolaus. Wäre uns eine große Freude. Und jetzt folgt die Luftgitarren-WM in Finnland. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao und auf Wiedersehen. Alles Liebe und Gute. Danke. Luftgitarren-WM.